Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal in einem anderen, doch, war ich schon mal, nee, ich glaube, ich war noch nie in einem anderen Podcast zu Gast. Echt nicht? Ich glaube nicht. Oha! Wieder was Neues nicht. In deiner Laufbahn. Ja, absolut. Ja, schön, dass du das gemacht hast. Also, ich fühle mich ja geehrt, wenn du mit Merkel gesprochen hast, dass du jetzt mit mir sprichst. Ja, auch. Ich spreche grundsätzlich eigentlich mit Leuten. Bei den Pietz? Nee, ich war noch nie bei den Pietz. Nee? Der Chat das gerade fragt, nee. Oh. Nee, ich war noch nie, also... Ich glaube, ich war schon mal in einem anderen Podcast, aber da waren die Leute zufällig bei uns und dann haben wir einfach noch eine Folge aufgenommen. Aber ich glaube, das kam legit. Wir haben ja nun mittlerweile fast 380 Folgen online und ich glaube, das kam irgendwie... Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich in einem anderen Podcast bin. Oh, lol. Okay. Ja, ja dann... Ist okay. Ja, also ich habe Zeit mitgebracht, was geht. Geil. Ja, wie geht's dir? Ja. Ja? Ganz, ja. Ja, so. So ein okay. Ist okay. 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 Ist so ganz schön überladen zurzeit alles. Ja. Aber ist okay. Und ja, wenn mich rumläuft, um mich rum läuft eigentlich alles. Das ist immer das, so, was mir so die Hauptsache ist. Okay. Und wenn man dich fragt, wie geht's dir, antwortest du auch immer ehrlich oder eher so, ja, oberflächlich? Nee, ich antworte eigentlich nie ehrlich. Echt? Ja. Krass. Aber gut, wer macht das heutzutage? Wollte ich gerade sagen. True. Also selbst wenn du ehrlich antwortest, hat ja niemand die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die einzigen Menschen, die sich damit groß auseinandersetzen, kosten pro Stunde echt viel Geld. Also von daher. True. Nee, ich halte das tatsächlich einfach... Ich habe ganz selten Momente, wo man so ehrlich sich mal unterhält, wo man einfach eine gewisse Zeit hat, die irgendwie dafür geeignet ist. Aber an und für sich habe ich das ehrlich darauf antworten, wie es einem geht, glaube ich, vor Jahren komplett abgelegt. Aber du hast es mal gemacht. Kann ich den? Ja, klar. Also, aber da war man noch in der Schule oder im Studium. Ja. Weißt du? Okay. Gut. Du kannst mir immer sagen, wie es dir geht. Ist nett. Das okay. Merke ich mir. Das merke ich mir. Ne, wirklich? Ja, das merke ich mir auch wirklich. Alles gut. Also, ich habe vorhin die Frage gestellt, also nee, ich habe vorhin gesagt, ihr kennt ja eh alle Flo. Und da waren es aber welche, die sagten, nö, nur gehört. Deswegen sage ich immer am Anfang, hallo, sag doch mal kurz, wer du bist und was du so machst. Hallo, mein Name ist Florian, man kennt mich seit zu langer Zeit, nee, zu lange stimmt gar nicht, aber schon seit wirklich sehr, 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 sehr langer Zeit. So aus den YouTube-Urschleimtagen kennt man mich aus dem Internet und ich mache alles ein bisschen. Also wirklich so, ich mache relativ viel. Also ich mache halt, in erster Linie kennt man mich durch YouTube. Ich glaube, das ist am einfachsten, YouTube und Twitch. Ja, safe. Ja. Also wenn man uns sucht und natürlich durch unseren fantastischen Sprechstunde-Podcast, der fast so fantastisch ist wie dieser Podcast hier. Ich finde das auch krass, dass du hast das so voll in deinem Kopf drin, dass du als uns redest. Ja. Das naja, hat sich richtig verselbstständigt. Ja, bei den Sachen, die wir zusammen machen, auf jeden Fall. Also sei es Twitch, YouTube oder Sprechstunde, definitiv. Und da hat ja jeder von uns und ich jetzt auch für meinen Teil noch eine ganze Menge Zeug, was man halt so alleine macht. Da switcht das dann natürlich. Mhm. Wie bist du denn? Ich bin ja unwissend. Ich bin wirklich sehr unwissend. Ich bin wirklich gar nicht da drin. Wie ist das bei dir alles passiert? Du bist ein Urgestein. Wie bist du zu diesem Urgestein geworden? Wie hast du angefangen mit dem ganzen Kram? Geh mal ganz weit zurück. Das interessiert mich alles so. Gottes Willen, ey. Das Witzige ist, ich habe darüber zwar schon oft geredet, aber lange nicht mehr. Mhm. Angefangen habe ich im Studium. Also ich habe Psychologie und Rehabilitationspädagogik studiert. Oha, okay. Und habe dann im Studium festgestellt, ich habe im Wedding hier in Berlin, das ist so ein kleiner, aber feiner Problembezirk, den wir hier in Berlin haben. Ja. Oder Brennpunktbezirk, wie man ja in Berlin sagt. Da habe ich in der Schulpsychologie gearbeitet. Und ich war dann das allererste Mal nach relativ kurzer Zeit, also ich habe viel Testdiagnostik und so gemacht halt mit Schülern und war dann nach ein paar Wochen bei meinem ersten vollendeten Suizid in einer Schule vor Ort und habe dann da protokolliert und so, weil sich da eine Schülerin umgebracht hat. Okay.
Und habe dann festgestellt, dass mich das nicht loslässt und ich irgendwas brauche neben dem Studium, was mich komplett ablenkt. Also was sowas komplett anderes ist, mit so also ganz anders von dem, was ich mache. Mhm. Und habe dann, weil ich lange YouTube-Fan schon war, von so Leuten, die heute keine Sau mehr kennt, habe ich überlegt, ach weißt du was, ich kaufe mir jetzt mal eine Kamera und dann habe ich mir auf eBay die billigste Kamera gekauft, die billigste Digital-Camcorder. Ja. Ja. Den man kriegen konnte, damals von JVC, so gebraucht, so ein Ding. Und hab ein Video aufgenommen und hab dann mit so einer unfassbar beschissenen Billo-Software also dieses Video geschnitten, Musik drunter gelegt und so. Windows die Videos Movie gibt's Maker. Alle leider nicht mehr. Nee, das war tatsächlich damals schon was anderes. Okay. Das war noch runtergedampfter und noch schlimmer als dann iMovie irgendwann und so, als das neu war. Aber wie gesagt, die gibt's alle nicht mehr, die Videos, weil da war überall so, war halt überall geschützte Musik sad. Mit hinterlegt. Ja, und dann bin ich damals auf den ersten Trend aufgesprungen. Damals gab's einen riesen Hype um Videos, die hießen 50 Things I Found in My Room. Okay. Da haben Leute einfach wirklich 50 Dinge, die sie in ihrem Zimmer oder in ihrer Wohnung gefunden haben, in die Kamera gezeigt und dazu irgendwas Lustiges gemacht, so nach dem Motto, und dann war's das. Und dann hatte das Video irgendwann unfassbare 100 Klicks und ich dachte mir so, boah, crazy. Das war voll gut. Das war voll nice. Das war damals aber auch viel, ne? Das war geil, ja. Naja, und dann hat man das halt eine Weile gemacht und was draus geworden ist, siehst du ja. Also Kinder, Hände weg von Drogen. Wow. Wie bist du auf den Namen gekommen? Floyd war mein Spitzname in der Schule und im Abi. Was bist du schon so ein richtiger Draufgänger, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das Draufgänger nennen kann. Ich hab sehr viel Scheiße gebaut. Also auf so eine nicht so gesunde Art. Ich bin von 4 Schulen runtergeflogen, also runtergeschmissen worden. Ja. Ich habe meine Kurve tatsächlich erst im Abi dann gekriegt. So, ich hatte dann irgendwann so die Wahl zwischen Vollversager und wenigstens Dasein. Wow. Und dann hast du, okay, und dann hast du deine ersten Videos gehabt mit den Klicks und dann, wann kam dann der Step, wo du sagtest, okay, ich verdiene jetzt irgendwie damit Geld und jetzt kann ich das Vollzeit irgendwie machen? Das war lustig, das wusste ich nämlich gar nicht, dass das geht. Ich war auf einer Gamescom. Ja. Frag mich nicht, auf welcher. Mhm. Ich war auf einer, aber da war sie schon in Köln. Ich war auf einer Gamescom und dann habe ich da jemanden, den ich über YouTube kennengelernt habe, einfach, habe ich da getroffen und der sagte mir dann, lol, Digga, hast du eigentlich schon gehört, es gibt jetzt ein Programm mit Werbung für YouTube. Da kann man sich anmelden, wenn man irgendwie so und so viele Abonnenten hat und dann kann man damit Geld verdienen. Und das Witzige ist, ich weiß noch, wir saßen im Starbucks im Bahnhof Köln und wir hatten auch die Diskussion geführt, weil ich gesagt habe, Bruder, erzähl keinen Scheiß, come on, Alter. Wie soll das denn gehen? Völlig utopisch. Ja, und dann erreichte mich aber kurze Zeit später auch diese E-Mail, dass das ginge und ich mich fürs YouTube-Partnerprogramm bewerben könne. Das war damals noch ein richtiger Prozess. Ich bin zweimal abgelehnt worden. Und dann irgendwann beim 3. März irgendwie geklappt, Monate später. Und dann habe ich das so ungefähr nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich Studium und YouTube und meinen Job, den ich ja logischerweise brauchte, weil ich war ja mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, damals dann noch in einer Wohnung. Sie hat studiert, ich habe studiert und ich habe halt nebenbei noch gearbeitet und irgendwann habe ich dann alles so auf eine Karte gesetzt und habe geguckt, okay, ich verdiene jetzt gerade mit YouTube dasselbe wie in meinem Studentenjob. Ah ja. Eins von beidem muss jetzt weg. Ja. Da habe ich mich damals für YouTube und gegen den Einzelhandel entschieden. Krass, okay. Ja. Und dann kam dann gab es damals auch schon das mit so Managementsgedöns? Nee, damals noch gar nicht. Das war dann ein bisschen später, als der völlige wilde Westen ausgebrochen ist. Das war die Anfangszeit der Multichannel-Networks. Also so Mediakraft, yeah. Hast du nicht gesehen. Okay. Und ich war einer der ersten, also ich war, was die Kanäle angeht, war ich quasi Gründungsmitglied bei Mediakraft. Jetzt nicht, was die Firma angeht, sondern nur, was die ersten Kanäle angeht, weil ich war einer der ersten 5 Kanäle, die da unterschrieben haben. Mhm.
Und jetzt im Nachhinein, deswegen, das ist ein ganz zweischneidiges Schwert, wenn ich davon erzähle, weil jetzt im Nachhinein weiß ich, dass die uns damals wirklich abgezogen haben wie Sau. Also die haben uns abgezogen wie nichts Gutes, weil wir keinerlei Einblick hatten in irgendwas und auch keinen Plan hatten einfach. Mhm. Waren halt einfach jung, naiv und ziemlich dumm und haben uns da gut blenden lassen und die haben richtig Kohle auf unseren Nacken einfach gemacht, weil die haben uns halt nie Verträge mit Partnern und so gezeigt und die haben sich dann zum Teil, 80-90% der Budgets eingesteckt. Was? Ja. Ich hab dann hinterher Sachen gesehen, wo uns, also das waren zwei, mir und noch jemandem, sind insgesamt 3000 Euro bezahlt worden und da haben wir uns gedacht, Digga, Alter, wir sind in Heaven angekommen. Wir sind in Heaven, wir haben es geschafft. Wir haben aber dann hinterher erfahren, dass das Budget 25.000 war. LOL. Okay, ja. Das ist heavy. Alter. Ja, das damals kannst du das mit den Leuten noch machen, ne? Ja, absolut. Damals hatte halt wirklich keiner einen Plan. Alle waren jung und naiv und dumm und hatten dann von der Medienwelt ja auch wirklich absolut keinen Plan. Und niemand hatte irgendwie sowas wie... niemand hatte seinen Anwalt und so. Heute kommt hier jeder fucking Influencer mit. Da muss ich erstmal meinen Anwalt fragen, so nach dem Motto, was auch gut ist. Aber prinzipiell, damals hatte ich keinen Plan von gar nichts. Und wie gesagt, wir haben uns halt auch blenden lassen, weil damals war richtig Rockstar-Zeit, Alter. Das war schlimm. Das war von... Bürogebäude kaputt schlagen, über exzessive Partys in irgendwelchen Hotels, über, ich weiß noch, dass wir damals mit der Mediakraft Chefetage, die haben uns eingeladen ins Hippodrom, aufs Oktoberfest und wir haben Moët Champagner aus Maßgläsern gesoffen. Das war absolute Abrisszeit damals, da hat keiner irgendwelche Konsequenzen, nichts gab's da war alles heftig, Alter. Das war so krank. Ja, und irgendwann kickte dann mal so die Verantwortung halt rein und dieses so, Moment mal, hier irgendwas stimmt hier gar nicht. Deswegen, die sind ja auch alle untergegangen. Ich weiß gar nicht, wen es da gab. Naja, so Tube One und Mediakraft und es gab etlich viele. Und mittlerweile gibt es halt so, es gibt noch so vereinzelte Splitter von denen, die so mehr in die Management-Richtung und so gegangen sind oder was völlig anderes machen. Oder die halt ohnehin die TV-Landschaft im Hintergrund haben, sei es jetzt ProSieben oder RTL oder sonst was. Mhm. Aber ansonsten hat von denen keins vernünftig überlebt. Und wie hast du dann diese ganzen, hast du dann so auch angefangen, so Konzeptausarbeitung für deinen Kanal zu machen? Ich meine, du hast ja diese News da. Ja. Wie hast du das so alleine gemacht oder hast du dann, hattest du Support gehabt? Mhm, ich habe das immer alleine gemacht. Ich bin sowieso so ein großer Freund von viele Sachen alleine machen. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir im Kopf ist immer drin, wenn ich irgendwas nicht alleine mache, kriege ich das in meinem Kopf nicht verarbeitet als meine Arbeit. Das fühlt sich dann nie an, als hätte ich was geleistet. Ja, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Deswegen, ich lasse mir unglaublich ungerne helfen. Ein Einzelgänger. So. Nee, mit Einzelgänger hat das nichts zu tun. Das ist halt einfach wirklich... Einzelgänger stimmt auch nicht, ich bin auch so gern unter Leuten und ich helfe unwahrscheinlich gern anderen. Aber es fühlt sich da nicht an wie 100% dein eigener Ruhm. Genau. Naja, ich lasse mir bei anderen, das ist mir das egal. Wenn ich das für andere zum Beispiel, mache ich das total gerne. Mhm. Aber bei mir selber kickt dann immer die Angst, so Leute könnten, oder beziehungsweise ich selber, red mir halt ein, dass es dann nicht meine Arbeit, nicht mein Lohn ist, alles was darauf folgt und so weiter, weißt du? Ist das dann so nur so bei so arbeitsbedingten Dingen oder jetzt auch so bei Umzug so einen Schrank aufbauen? Ist mir scheißegal, da sage ich nach Firma Bescheid, die soll ich machen. Mann, dann halt irgendwas anderes. Das hat viel einfach mit mir und mit meiner Arbeit und mit so Persönlichkeitsentwicklung und so, glaube ich, einfach zu tun. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir prinzipiell nicht helfen lasse bei Sachen. Ich lasse mir helfen bei Sachen, die mir nicht so wichtig sind. Weißt du? Mhm. Bei Sachen, die mir richtig doll wichtig sind, mache ich selber. Okay. Ich hatte noch, weil das passt gerade so, hat mir jemand geschrieben, du hast irgendwann mal gesagt, du hast Angst, zufrieden zu sein, weil da du das mit einer Stagnation im Leben gleichsetzt. Stimmt das?
Ja, das mit dem Zufrieden, da gehe ich sogar, also das ist, oh, jetzt machst du aber ein Fass auf. Yes, okay, ich bin offen. Da interessiert mich dann auch deine Meinung dazu, weil ich das von ganz vielen Leuten immer ganz, ganz unterschiedlich wahrnehme. Ja. Aber ich kann dir das, also ich kann dir das insofern erklären. Ich bin eigentlich nie zufrieden. Und ich bin auch nie zufrieden mit dem, was ich mache. Das ist relativ anstrengend, weil ich unfassbar dazu neige, Sachen scheiße zu finden, die ich selber gemacht habe, wenn sie zu alt sind. Mhm. Und mit zu alt meine ich einen Monat. Okay. Also es ist so, das ist, bei meinem Label zum Beispiel wechseln die Motive monatlich zum Beispiel deshalb, weil ich kann, und auch dieses Warten darauf finde ich schon schlimm, aber bei mir ist so die Sache, wenn ich Sachen gemacht habe, hinterfrage ich sie bis ins kleinste Detail, 1000 Mal, 10.000 Mal, 100.000 Mal, und irgendwann habe ich sie mir zerredet und finde sie scheiße. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, wie irgendjemand das geil finden kann. Und dann müssen die weg und dann muss was Neues her. Und weil ich hab insofern Angst davor, zufrieden zu sein, oder ich kann das nicht nachvollziehen, wie Menschen zufrieden sind, weil dann eben keine Art von Antrieb herrscht, sich zu verbessern oder weiterzumachen oder neue Dinge auszuprobieren oder irgendwie so. Bei mir ist halt die Sache, dass mir dieses Konzept, wenn mir jemand sagt, ich bin zufrieden, ich verstehe es gar nicht, weißt du? Ich verstehe nicht, was derjenige meint. Es gibt doch aber irgendwas muss denjenigen doch stören. Diese Grundaussage von wegen, nee, ich bin eigentlich echt zufrieden, so wie es ist, das geht gar nicht in meinem Kopf. Aber das ist halt zum Beispiel. Wie deep willst du gehen? Sehr deep. Bei mir kommt dazu, ich bin seit Jahren in Behandlung wegen einer narzisstisch-depressiven Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das ist erstmal insofern nicht schlimm, auch nicht schlimm für andere, auch wenn dieses böse, böse, böse Wort damit drinsteckt. Mhm. Aber es ist in erster Linie nur schlecht für einen selber. Die Sache ist aber auch, das gehört unter anderem auch in so ein typisches Bild von einer sehr, 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 sehr ausgeprägten erwachsenen ADHS. Und beides ist bei mir der Fall. Und beides versuche ich halt möglichst durch halt einen sehr guten Therapeuten, den ich in Berlin habe, immer mal wieder anzugehen. Und weigere mich aber konsequent, Medikamente zu nehmen. Mhm. Vor allem, wenn es um die ADHS-Thematik geht. Weil ich Angst davor habe, dass mich das bremst. Ja. Ich habe tatsächlich Angst davor, dass mit meiner Charakteristik, mit dieser Impulsivität, mit dieser Unzufriedenheit, mit diesem sich ständig den Kopf zermartern, Overthinking, sich selber in Frage zu stellen, dass das meinen. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr selbstzerstörerischer Drive, aber ich habe den so für mich gefunden. Ich habe einfach Angst davor, dass mich das dann bremst. Und ich nicht mehr in der Lage bin, das Pensum zu machen, was ich heute mache. Ja, verstehe ich. Und damit hätte ich ein Problem. Ist nicht besonders gesund, aber ist so mein Weg, den ich gerade so für mich gewählt habe. Manchmal nicht alles so leicht unter einen Hut zu kriegen. Aber kannst du das nicht nachvollziehen? Ich habe sehr den Drang dazu, immer zufrieden zu sein, weil ich keinen Bock habe, wie soll ich das beschreiben? Ich habe keinen Bock auf Unzufriedenheit. Ich habe keinen Bock, mich irgendwelchen negativen Dingen hinzugeben, und deswegen versuche ich, mich mit den kleinsten Dingen schon zufrieden zu geben. So bin ich. Aber ist das nicht witzigerweise, wenn man sich das ein bisschen umdreht und zurechtbiegt, wenn ein ständiges Streben nach Zufrieden und Ausgleich da ist, ist das nicht auch anstrengend und mit immerwährender Arbeit verbunden? Sodass du auch jeden Tag daran zu tun hast und daran zu knabbern hast, wenn es nicht so ist und du das änderst und du diesen Zustand nur anders nennst? Ja, wenn du das so sagst schon. Klingt beides anstrengend auf seine eigene Art und Weise. Aber ich stelle es mir tatsächlich anstrengender vor, nie zufrieden zu sein, als wie wenn ich mit den kleinsten Dingen zufrieden bin. Weil das ist richtig. Aber im Prinzip ist nur
Im Prinzip ist, glaube ich, nur der Ausgang nicht der gleiche, weil was du machst ist, du hast so ein Springen von Etappenziel zu Etappenziel zu Etappenziel zu Etappenziel. Also ja. Du weißt, dass du immer wieder was machen musst, um zum nächsten Etappenziel zu kommen. Ja. Das heißt, Stillstand ist bei dir auch nicht drin. Bei mir ist das ein bisschen anders. Bei mir ist kein Ziel da, sondern ich bin konsequent auf einem Weg irgendwo hin, weißt du? Mhm. Aber trotzdem stehen wir beide nicht still. Du, weil du dir Sachen suchst, um zufrieden zu sein, ja, und dir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben und dieser Zufriedenheit einfach. Aber du weißt ja selber, du musst an dir und an deiner Umwelt arbeiten, um das aufrechtzuerhalten oder eine neue Ausgeprägtheit dessen zu erreichen. Weil Zufriedenheit ist für mich auch nichts anderes als eine Art Erregungszustand, der nicht auf Dauer hält, wenn man die Intensität nicht erhöht. Ja, aber es ist ja auch, also ich habe ja dieses Streben nach der Zufriedenheit. Es ist einfach geil, wenn du einfach... Deine Ziele sind die schöneren. Das glaube ich. Ja, naja, gut. Ja, genau. Es kommt halt auch drauf an, nach welcher Zufriedenheit ich strebe. Und das ist halt bei mir einfach Ruhe, kein Drama. Ich bin zufrieden mit meiner Wohnung. Ich bin zufrieden mit meinem Job, mit meinem Content, den ich mache, mit meiner Beziehung. Und einfach dieses, ich sitze abends auf meiner Couch, guck mich um und realisiere, ich bin eigentlich echt zufrieden. Und das ist so, das ist meine Droge. Hm. Ja. Hm. So, wenn du mir sagst, du bist nie zufrieden, das macht mich schon im Kopf richtig kirre, wenn du davon erzählst. Fange ich hier direkt an, hier rumzupulen am Tisch, wenn ich mir vorstelle, nie zufrieden zu sein. Vor allem ist da nicht, weiß ja nicht, wie das da ist, mit Burnout, ist das da nicht auch so eine Sache bei dir dann? Das hatte ich, ich glaube, das ist so ein On-the-Edge-Ding bei mir einfach. Also ich bin immer gut durch, ja, wenn man so sagen. Aber ich tanke meine Kraft dann halt dementsprechend woanders. Das einzige Mal, dass ich das wirklich nicht mehr im Griff hatte, war, wenn dir so der Boden unter den Füßen weggerissen wird einfach. Und das war einfach nach der Geburt meiner Kinder. Mhm. Da hatte ich das nicht mehr. Da hatte ich so einen kompletten Kontrollverlust. Also die Geschichte, ich weiß nicht, ob dein Chat das oder deine Zuhörer das wissen. Geschichte von meinen Kids ist ja nochmal so ein bisschen anders, weil das zwei Extremfrühchen sind. Meine Tochter ist geboren mit 470 Gramm. Mein Sohn mit 645. Die waren ganz, ganz lange künstlich beatmet, ganz lange im Krankenhaus. Ich habe monatelang in einem Hotel gewohnt neben dem Krankenhaus. Habe in der Zeit trotzdem, also auf YouTube und so weiter und so fort, hat es niemand gemerkt, weil ich in der Zeit ganz normal halt weitergearbeitet habe. Und habe halt dann erfahren, dass unser Sohn am Herzen operiert werden muss. Er hatte zwei Schlaganfälle nach der Geburt. Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann in der Zeit noch weiter zu arbeiten, abends zu streamen, Videos zu machen, das hat mir nicht gut getan. Und ich habe es aber trotzdem weitergemacht, weil ich hatte auch keine Alternative. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Die Sache ist nur, dass ich in der Zeit krass angefangen habe zu saufen. Mhm. Also richtig schlimm. Und deshalb halt heute komplett abstinent bin, was das angeht. Ich trinke seit Jahren halt keinen Schluck Alkohol mehr. Und das hilft. Also das ist eine Sache, die unterschätzen viele Leute. Das hilft unwahrscheinlich, einfach keinen Alkohol zu trinken. Das hilft im Kopf wahnsinnig und das hilft auch körperlich wahnsinnig. Mhm. Ja. Stimmt, du bist ja immer, wenn wir unterwegs sind und immer trinkst ja nichts, stimmt. Ja. Nee. Ja. Mhm.
Nee, aber das war das einzige Mal, wo man, glaube ich, von einem ganz gesunden, wo man von einem Burnout oder von einem, so einer Art, weiß ich nicht, Shutdown, Zusammenbruch, was auch immer, reden kann. Aber ansonsten bin ich davor eigentlich ganz gut gefeit. Ich weiß nicht, ob mein Kopf das einfach nicht zulässt oder ob das einfach der Mangel an Alternativen ist. Aber prinzipiell, die Sache ist halt auch, ich mach's ja gerne. Mhm. Weißt du? Es ist so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich's in der Intensität machen würde, wenn ich's nicht gerne machen würde. Weil wir leben beide, das muss man sich auch überlegen, auch ziemlich im Luxus. Ja. Also wir können uns schon sehr verwirklichen und wir können uns schon sehr aussuchen, was wir machen. Es ist ja zum Beispiel auch so, guck mal, alleine, dass ich jetzt zum Beispiel ein eigenes Label habe, was ich immer haben wollte, also Klamottenlabel, was ich immer haben wollte, finde ich halt unendlich geil. Es ist nur insofern mit Arbeit verbunden, weil ich halt, was die Designs und Schnitte angeht und so, alles selber mache und nie halt wirklich happy bin mit dem, was es ist, zumindest über eine längere Zeit. Ja. Genauso wie bei der Musik jetzt. Ich habe jetzt ein Drum and Bass Album, habe ich komplett fertig. Und die EP mit dem Trapcore ist auch fertig. Aber ich habe halt den Luxus, das mir zu ermöglichen, das zu machen. Weißt du, ich bringe die Kinder hier ins Bett und spreche das mit meiner Frau ab und fahre halt dann von 21 bis 3 Uhr morgens ins Tonstudio und nehme auf. Und dann bist du morgens wieder da und bist wieder als Vater da. 6.30 Uhr stehe ich auf und dass die Kinder um 7.30 Uhr in der Kita sind. Ja. Würdest du dich denn als stark bezeichnen? Körperlich ja. Nach außen hin sowieso auch, weil ich unglaublich gut darin bin, meine Unlänglichkeiten einfach zu verstecken. Mhm. Also es wird in Videos nie auffallen. Ich glaube, das Einzige, wo es manchmal auffällt, aber sehr nuanciert, sind Livestreams und Podcasts, weil die einfach komplett ungefiltert sind. Ja. In einem Video wirst du das nie sehen. Aber also mental insofern, dass ich zwei Ebenen fahren kann. Ich kann der Familienmensch sein und der Vater und der Ehemann, was eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit ist, die meiste Zeit über. Und was halt auch einfach, ich bringe zum Beispiel meinen Kindern einfach völlige Werte, also das ist einfach so. Wenn man eine Persönlichkeit hat wie ich, dann bringst du deinen Kindern einfach Werte bei, von denen du selber nicht überzeugt bist. Und das musst du aber halt machen, weil du musst dir der Verantwortung einfach bewusst sein, dass du komplett richtig individuelle, starke, unabhängige Persönlichkeiten ranziehen musst. Gerade in der heutigen Zeit. Bring den beiden bei, Teamwork makes the dream work. Ihr beide haltet zusammen. Ihr passt aufeinander auf. Ihr lasst euch von niemandem irgendwas sagen. Mein Sohn hat Bock, ein Kleid anzuziehen am Wochenende, dann zieht er ein Kleid an am Wochenende. Wer was dagegen sagt, der hat sowieso einen Schuss nicht gehört. Meine Tochter hat Bock auf, keine Ahnung, fährt draußen mit ihrem Elektro-Jeep durch die Gegend. Also macht es mir alles scheißegal. Ich halte von diesen ganzen, die sollen bitte sich frei entfalten. Und das ist auch eine Sache, warum ich so viel arbeite. Ich will einfach nur sicherstellen, dass meine Kinder zumindest später, und ich meine nicht materiell, da passen wir ein bisschen auf, aber ich will, dass meine Kinder später den Luxus haben, nicht irgendwas schuften zu müssen, was sie nicht wollen, sondern dass sie den zumindest in dem Luxus leben können, später etwas zu finden, von dem sie gut leben können, was sie mögen. Aber jemanden dahin zu erziehen, ist halt auch einfach eine Aufgabe, der man gewachsen sein muss. Und das hat nicht viel mit dem zu tun, der ich bin, wenn ich für mich bin. So in meinem Kopf. Und alleine. Nicht zu verwechseln mit einsam. Ich bin gerne alleine, aber ich bin nicht gerne einsam. Ist ein großer Unterschied. Wie würdest du den Unterschied definieren? Wie die Leute, weil es gibt Leute, die verstehen das halt nicht so. Der Unterschied zwischen allein und einsam ist für mich, ich arbeite unwahrscheinlich gerne nachts und ich arbeite unwahrscheinlich gern für mich allein und ich bin auch gerne für mich allein. Aber ich wäre einsam, würde ich nicht wissen, dass ich daran jederzeit was ändern kann. Ja, verständlich. Okay, legit. Ich kann jederzeit mich bei jemandem melden und sagen, yo, ey, wie sieht's aus? Wollen wir uns mal sehen? Wollen wir uns mal treffen? Wollen wir kurz mal call über Discord oder sonst was? Das geht jederzeit. Dass ich das nicht immer will, ist völlig mir überlassen. Ja.
Aber ich habe nie das Gefühl, einsam sein zu müssen. Aber ich bin gerne alleine. Wie gesagt, zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, voll. Fällt es dir schwer, so dieses Vorbildding da zu übernehmen? Mhm. Nee? Mhm. Ich kann da switchen. Schalter komplett um. Ja. Mhm. So krass. Aber gut, das kann ich mir halt zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil man macht ja eh krasse Dinge für seine Kinder. War das bei euch damals geplant mit den Kindern? Ja, okay. absolutes Wunschkind. Ah. Dass es Zwillinge sind, haben wir natürlich nicht geplant, kannst du ja nicht. Ja. Aber im Nachhinein eigentlich voll geil, oder? So Zwillinge? Finde ich 12 von 10. Ja, Mädchen und Junge ist mega. Wir haben auch, muss man einfach sagen, unfassbares Glück im Unglück. Also die Leute sehen ja die Organisation und so immer nicht um einen rum. So die Leute hören immer nur, man hat viel zu tun, aber es ist halt, guck mal, du hast Freizeitgestaltung und es fängt halt an, so, musst Verständnis dafür irgendwie aufbringen können, bringst du deine Kinder zur Musikschule zum Beispiel und dann unser Sohn muss noch zur Musiktherapie, dann haben wir eine Ergotherapie einmal die Woche, dann haben wir eine Physiotherapie ein- bis zweimal die Woche, dann muss er oft zum Pneumologen, weil er halt Probleme mit der Lunge hat und so und muss halt relativ oft zum Neurologen und zum mit seiner halbseitigen Lähmung haben wir halt viel zu tun, weil wir unheimlich viel ins sozialpädiatrische Zentrum wandern müssen, bla bla bla, Versicherungsgeschichten, alles und so. Ist halt mit einer Schwerbehinderung bei einem Kind immer schwierig, da gehen dir die Leute auch krass auf den Sack in unserem Gesundheitssystem, aber besser so als anders. Und das alles immer so unter einen Hut zu kriegen, kann schlauchen. Das kann schlauchen. Ja, und dann hast du ja noch, weiß ich nicht, bei den Freuds und alles allgemein so, die ganze Planung und Machung. Ja. Ja, dann ist halt immer noch, weiß ich nicht, dann, ja, alles, was halt dann so dazu gehört. Also die YouTube-Geschichten, die Twitch-Geschichten, die Event-Geschichten, Supermotten-Label, jetzt das Album, was rauskommt und so weiter und so fort. Das ist halt, ja, aber ey, Luxusprobleme im Endeffekt. Das ist der Stress, den man sich selber macht. Wann hattest du das letzte Mal Urlaub? Ja, letztes Jahr war ich im Urlaub. Da waren wir in so einem geilen Familienhotel. Ja, okay. Das war super cool. Ja, nee, aber Urlaub, meine Frau würde mich auch erwürgen, wenn ich nicht mindestens einmal im Jahr mir wirklich ein bisschen Zeit für Urlaub nehmen würde. Ja, hoffentlich. Ja. Ah, ihr seid, wie lange seid ihr schon zusammen? Zusammen sind wir 10 Jahre. 10? 17. 17. Jo. Jo. Ja. Alter, wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt? 19 und 17. Krass. Nee, 19 und 18. Das kommt ein bisschen drauf an, wir sind 1,5 Jahre auseinander. Ihr seid wahrscheinlich schon so zu einem Teil zusammengeschweißt. Ja, ein bisschen. Ach, das ist voll geil. Schön, voll schön. Für mich ist das ein sehr interessantes Thema, vor allem, weil du mir ja schon mal deswegen geschrieben hattest. Zum Thema Narzissmus. Finde ich schön, dass das Internet gerade wieder ein neues Feindbild gefunden hat, ohne irgendwas dabei zu differenzieren. Deswegen wollte ich das gerade auch ansprechen. Ich bin ehrlich. Ich würde auch gern aufgeklärt werden. Ich habe auch negative Erfahrungen gemacht mit einem Menschen, der ein harter Narzisst ist und der sich nicht hat therapieren lassen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, die meisten Narzissten lassen sich nicht therapieren, das ist Fakt. Die Sache ist nur, ist das ein Teil deiner Persönlichkeit? Macht es deine Persönlichkeit aus? Inwiefern kompensierst du das? Bei Narzissten spielt auch unheimlich oft eine Rolle. Man sagt immer so salopp, Narzissten sind intelligent. Aber Narzissten sind eigentlich relativ dumm, denn sie können im Prinzip nur eine Sache. Also Narzissten sind jetzt nicht partout, das ist immer so, die Leute haben immer den Patrick Bateman oder wie er hieß, ja, den Christian Bale Charakter im Kopf, was absoluter Bullshit ist, weil das ist im Prinzip auch nur eine Abfolge von chemischen Prozessen in deinem Gehirn, die dafür sorgt, dass du nach außen hin ein ziemliches Arschloch bist. Die Sache ist nur, dass du als, wie soll ich das sagen, ohne zu despektierlich jetzt gegenüber anderen zu klingen, wenn ich mich selbst darüber aufrege.
Die Sache ist nur, wenn du sehr reflektiert bist. Und du bist durchaus in der Lage, dein Verhalten zu verstehen, zu analysieren, zu hinterfragen. Dann bist du dir ja auch stets bewusst, oder dann lebst du zumindest stets in dem Bewusstsein, dass du bei all deinen Entscheidungen und Handlungen weißt, warum du sie tust. Und wenn entweder dir oder deinem Gegenüber das nicht gut tut, versuchst du viel daran selber zu ändern und zu kompensieren. Das funktioniert allerdings nur, und das muss ich einfach so sagen, wie es ist, es funktioniert nur, wenn man ein gutes Selbstverständnis für sich selber hat, was voraussetzt, dass man nicht unbedingt zu oft zu dicht an der Wand geschaukelt hat als Kind. Also du musst schon auch ein bisschen was im Kopf haben, um dich damit auseinandersetzen zu können und zu wollen. Okay. Und dann fängt halt eine Art, je nachdem wie ausgeprägt das halt auch ist, und dann fängt halt eine Art Spirale an, wenn du halt Dinge hast, die irgendwie dazukommen. Weil eine narzisstische Persönlichkeit ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist genauso wie zum Beispiel eine egozentrische Persönlichkeit erstmal nichts Schlimmes ist. Wo ist der Unterschied? Als Egozentriker zum Beispiel, das verwechseln die Leute oftmals mit Egoismus. Aber Egozentrismus und Egoismus sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Egoist beispielsweise ist auf sich bedacht. Der Egoist, der klassische Narzisst, ist egoistisch. Mhm. Der ist auf sich bedacht, der ist auf seinen Vorteil bedacht, der ist davon überzeugt, dass sich die Welt um ihn dreht. Mhm. Ja. Als Egozentriker, wenn du durch und durch egozentrisch bist, dann beziehst du Dinge auf dich. Und da wird's spannend. Denn was eine Art von sehr gutem Egozentrismus ist, ist Erfolge auf sich zu beziehen. Also zu sagen, das war mein Verdienst, das habe ich gemacht, auch in Gruppenarbeiten. Du bist ein Riesenarschloch, aber du bist immer davon überzeugt, dass du dafür verantwortlich bist, dass jetzt die ganze Gruppe abgeliefert hat. Okay. Ja? Weil alles dreht sich um dich und du bist hier der Macher. Das Problem ist aber, als Egozentriker kannst du halt auch voll in die andere Richtung umschlagen. Und das ist halt dann eben der Punkt, wo du sagst, okay, das ist eine depressive Charakteristik, denn Egozentriker bzw. Egozentriker und Narzissten können auch dazu neigen, jegliche Art von Erfolg von sich zu schieben und dafür andere verantwortlich zu machen. Das ist der Grund, warum ich alleine arbeite. Weißt du? Mhm. Weil ich den Erfolg sonst nicht... Ich muss an etwas alleine arbeiten, um mir den Erfolg zuschreiben zu können. Ah. Ansonsten kann ich den Erfolg nicht mir zuschreiben. Ja, verstehe. Das heißt, Misserfolge... Meine Egozentrik bezieht sich auf Misserfolge. Wenn 10 Leute an irgendwas arbeiten und es klappt nicht, mache ich mich dafür verantwortlich. Durch und durch. Boah, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, aber es ist eine reine Kopfsache, es ist eine Gehirnsache, es ist eine neurochemische Sache. Daran kannst du nichts ändern. Viele Leute versuchen das mit Tabletten. Ich bin immer der Meinung, davon wird man, ich hatte auch schon antidepressive Erfahrungen gemacht. Ich werde davon wahnsinnig foggy und dumm. Das bringt bei mir wirklich, ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Aber ich versuche es halt mit Analyse und viel Reden und Selbstreflexion. Ist nicht immer schön, aber hilft gut. Und wie gesagt, ist halt auch alles Erziehungskiste und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt hier nicht die ersten 3 Semester Psychologiestudium irgendwie durchkauen. Das ist so interessant, aber, ne? Junge. Aber wie gesagt, gerade solche Charaktereigenschaften, die sich dann ja im späteren Verlauf des Lebens ja erst manifestieren, spielt halt auch unglaublich viel eine Rolle. Wo kommst du her? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Frühkindliche Erfahrungen? Welche Erfahrungen hast du in deiner Jugend gemacht? Welche Erfahrungen von Abweisungen, Zurückweisungen hast du gemacht? Spielt bei der Charakteristik auch immer eine extreme, extreme Rolle. Also du hast das, ist das so, also ist das dann nicht so, dass, also das weiß ich zum Beispiel nicht, wenn du geboren wirst, ob du das schon irgendwie so in dir drin hast oder wirklich alles reine äußere Einflüsse? Also du kannst davon, heute weiß man, dass viele Sachen genetisch prädispositioniert sind, also beispielsweise depressive Charakteristiken bei Menschen sind durchaus genetisch prädispositioniert, heißt sie sind bedingt genetisch schon auf jeden Fall insofern verankert, dass die Gefahr des Ausbruchs immer besteht. Mhm. Gerade bei Geschichten, die irgendwie mit Dopaminstoffwechsel und so zu tun haben, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass du das vererben kannst, nicht musst. Aber okay. Es ist eine genetische Geschichte. Die Sache ist nur, dass du natürlich auch dementsprechend das Ganze verstärken oder auch wahnsinnig abschwächen kannst,
eben durch kindliche, naja, durch Erziehungsgeschichten, durch kindliche Erfahrungen und so weiter und so fort. Das ist halt, ja, ne? Es spielt dann halt eine große Rolle, wie dein Charakter auch durch deine Umwelt geformt wird. Denn auch mit einer Prädisposition bist du immer das Produkt deiner Umwelt. Das heißt, dann könnte ich mit meinen, weil mir wurde halt immer gesagt, dass meine Depression zum Beispiel wahrscheinlich von der Pille kommt. Das ist eine Nebenwirkung. Kann aber auch schon vorher drin gewesen sein, sozusagen. Man kann, das kannst du so nicht genau sagen, weil wenn jemand auf deinen Hormonstoffwechsel auf deinen, ne, Hormonhaushalt einwirkt und so weiter und so fort. Es gibt Menschen zum Beispiel, das Problem ist, das zu verallgemeinern ist aus psychologischer Sicht, ist in der Psychologie fast nicht möglich. Ja. Es ist immer ein Cocktail aus Erfahrungswerten und körperlichen Eigenschaften. Aber wenn jemand auf deinen Hormonhaushalt einwirkt, ne, und dann beispielsweise sowas eben wie dein Dopaminstoffwechsel in Mitleidenschaft gezogen wird, dann hast du ganz klare depressive Symptomatiken. Mhm. Ohne dass du weißt, woher sie kommen. Es liegt einfach nur daran, dass du komplett unterversorgt bist mit dem sogenannten Glückshormon beispielsweise. Mhm. Dann kannst du nicht viel machen. Ja. Du musst halt gucken, woher kommt's. Kannst du was absetzen? Kannst du was nehmen? Kannst du was sublimieren? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas so antidepressiva-mäßiges zu nehmen. Ne? Das habe ich ja auch schon verschrieben. Doch, vielen Leuten, nee, Alter, mach da das wirklich. Vielen Leuten hilft das so unglaublich gut. Deswegen, Antidepressiva sind nichts Schlimmes. Das möchte ich auch unbedingt allen Leuten sagen, die hier zuhören. Ja. Wenn man Antidepressiva verschrieben bekommt, Leute, nehmt die, probiert die aus. Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Verwerfliches. Bitte tut das vielleicht und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, muss man heute sagen. Die sind in den letzten 10 Jahren deutlich besser und so geworden. Nehmt die. Tut da nicht so, als wäre das was Schlimmes. Aber erst, wenn ihr es verschrieben bekommt. Aus. Ja, ihr solltet es verschrieben bekommen. So, also jetzt, geht mal, probiert mal aus. Jetzt nicht unbedingt einen Onion-Browser öffnen und online irgendwo bestellen. Würde ich jetzt vielleicht nicht tun. Ja. Okay. Ja. Wie oft hast du Deep Talks, Alter? Deep Talks? Ja. Oft hat man die? Hat man die oft? Nee, nicht oft. Ich hab die mal mit mir selber im Kopf. Ja, mit mir selber im Kopf habe ich die jeden Tag. Das stimmt schon. Aber jetzt so, dass man. Nee. Nicht oft. Ja. Okay. Gut, ich gehe mal weg von diesen krassen, mega psychologischen, mega interessanten Deep Talks, wo ich gerne 10 Stunden drüber reden würde. Wie kannst hast du. Kannst du also 10 Stunden nicht, aber ich bin ja noch da. Wie hast du Paul und Olli kennengelernt? Oha. Olli habe ich damals kennengelernt. Wir haben ja damals fürs Öffentlich-Rechtliche haben wir 1080 Nerdscope produziert. Das war unsere Gaming-Sendung, die wir damals hatten. Mhm. Und die lief im SWR eine Zeit lang und halt online. Und da war Olli dann irgendwann als Kamerakind Olli bekannt erst ganz kurz. Und dann hat er angefangen, die Sachen auch zu schneiden. Mhm. Und bei Olli war das so ein Fall von, er kam, sah und siegte. Also wir haben den dann auch nie wieder gehen lassen. Und auch als das beendet war mit 1080 Nerdscope, habe ich erst Olli ganz lange als Cutter angestellt für alles Mögliche. Ah, okay. Also nicht angestellt, stimmt nicht. Ich hatte mit Olli den Deal gemacht, er kann freiberuflich einfach bei uns bleiben, er kann in den Büroräumen bleiben und er kann mir jeden Monat eine Rechnung über Summe X stellen. Dafür schneidet er halt unter anderem meine Videos. Mhm. Das hat er eine ganze Zeit lang gemacht, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee mit dem Podcast gekommen. Und dann ging alles relativ schnell. Die Sache, naja, irgendwann haben wir dann halt auch die Dr. Freud-Sachen und so zusammen gemacht, auch größer und so. Und Paul haben wir fest in unser Herz geschlossen. Haben wir kennengelernt bei einer Kooperation mit X-Filmverleih. Das war der Filmverleih, die haben keine Filme verliehen, die haben Filme produziert. Hm. Paul kommt aus der Filmbranche. Und mit denen hatten wir eine Kooperation. Haben irgendwie mit denen gearbeitet und Paul hat das Influencer-Marketing von der Firma gemacht. Mhm. Und so habe ich Paul kennengelernt. So.
Ja, also erst nur zusammengearbeitet und ein paar Jahre später war ich sein Trauzeuge. Lol. Ja, so kann es gehen manchmal, ja. Aber wie kam das dann zustande, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt irgendwie einen neuen Kanal? Kann man Kanal sagen? Ja, Nee, ne? die Kanäle gab es ja alle vorher schon. Hatten, also diese, nee. Hä? Nee, die Kanäle, also Dr. Freud und Fake Ja. Floyd, die gab es alle vorher schon. Ach so. Die hatte ich vorher ja schon aufgemacht. Das war so ein Ah. fließender Übergang. Wir haben dann ganz lange noch zusammengearbeitet. Wir haben dann noch ganz lange mit Frodo zum Beispiel gearbeitet, der da Ja. mit bei war. Ja, wie gesagt, das war ein fließender Übergang dann. Okay. Aber ja, wir haben die halt einfach aufgebaut, umstrukturiert. Heute ist es das, was es ist. Heute sitzen wir da in Adlershof in unserem Feini-Studio. In diesem riesen Und Ding. versuchen halt noch mehr, ein bisschen mehr Action zu machen jetzt von Woche zu Woche. Aber das ist auch für dich so ein bisschen, wo du sagst, na, du gehst ja dahin und das lenkt dich ja auch schon von so ein bisschen Shit ab, oder? Jo. Jo. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir und Toro zum Beispiel ist. Aber ihr arbeitet jetzt ja auch nicht direkt zusammen, ne? Also ihr seid ja immer noch jeder für sich bei Ja. allem, was er tut. Aber was man tatsächlich sagen muss, ist, also wir haben es zum Glück geschafft. Also toi, toi, toi. Ich muss mal hier kurz auf Holz klopfen. Aber Freundschaft und Zusammenarbeit. Wenn es dann wirklich eng Zusammenarbeit heißt, also auch eben finanziell und auch zu entscheiden, was Investitionen sind, über wie viele Jahre, wenn dann Verträge plötzlich vor dir liegen und so. Da muss man viel reden. Ja, da muss man sich viel und doll sicher sein, ob man das möchte. Und es ist so ein bisschen wie die Ehe mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Weißt du, so, oha, machst du damit vielleicht was kaputt oder wird es dadurch einfach nur besser? Macht es total Sinn, mit den besten Freunden irgendwie eine Firma zu gründen? Oder ist das irgendwie, steht dann da immer was im Weg und so? Aber nee, also dank Transparenz und einfach, ja, jahrelanger Freundschaft davor war das zum Glück eine Sache, die gut funktioniert hat. Und die anderen übernehmen dann für dich das Zufriedensein von Sachen. Ja, Olli ist unser Sonnenscheinchen die meiste Zeit. Das passt schon. Olli ist cool. Olli um einen rum ist wie so ein. Ist wie so ein. Wie so eine, wie so ein, wie so ein. Kennst du so Taschenwärmer im Winter? Die einen so die Hände wärmen? So, Olli ist mein persönlicher kleiner Taschenwärmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch anders ist. Also du kennst ihn bestimmt auch anders, ja, aber ich Olli kann auch angepisst sein, klar. kann ich mir, Um Gottes ich kann Willen. mir das nicht vorstellen. Ey, wenn nicht, würde ich ihn auch mal zum Arzt schicken. Geht nicht, weiß ich nicht. Ja. Oder pessimistisch. Ja, pessimistisch nicht. Nee, sind wir sehr Olli ist nicht zuversichtlich. Ja. pessimistisch. Olli ist krass optimistisch. Ja, voll. Was Voll. echt gut tut. Nee, es macht einfach Spaß, mit den beiden zu arbeiten. Das muss man wirklich einfach. Ja. Voll. Also, ich mach das ja schon sau lange, Alter. Ja. Ein paar Jährchen sind das schon. Ja, musst du aber auch. Ich meine, guck mal, die Investitionen, die wir getätigt haben, jetzt da für Adlershof, für die Studios und so. Ja, wir sind da halt mit über einer Viertelmillion Euro rein. Ja. Jetzt seid ihr krass. Ja. Ja, das liegt halt aber auch, also die Zahl ist schon krass, es sind fast 300.000 Euro. Das liegt aber auch daran, dass die auf die 5 Jahre, die wir da sind, halt auch in Berlin ist ja Wilder Westen für Gewerberäume und Das stimmt. die wollten halt entspannte 100.000 Euro Sicherheiten erstmal von uns. Bar, auf die Kralle, sofort, sonst kriegen wir es nicht. Da mussten wir uns schon wirklich dreimal überlegen, ob wir das tatsächlich machen. Und man muss auch sagen, der Anfang war ein bisschen heikel. Aber wir haben ja halt zum Glück alle so verschiedene Projekte und so. Aber ich sag mal, jetzt so 2022, 2021 waren schon heftig. Mit der Renovierung des alten Büros und so weiter. Und es gab jetzt auch Monate, weil wir haben im Prinzip eine Art Ranking. Das heißt Verbindlichkeiten und dann am Ende wir.
Und es gab halt auch Monate, wo unsere Angestellten einfach mehr verdient haben als wir. Wow. Aber das haben wir gewusst, dass das passieren kann. Weil auch in der Branche das ja leider so ist, dass du arbeitest mit einem Kunden zusammen und dann vergehen auch mal 4 Monate, bis die Bezahlung kommt. Mm. Ja, das muss man halt auch wissen. Und ja, war hier und da mal ganz kurz knapp, aber wie gesagt, wir haben ja alle andere noch Projekte, die so nebenher laufen und deswegen, also ist jetzt keiner irgendwie dem Untergang nahe gewesen oder so, aber ein bisschen mulmig ist das schon. Wie viele Angestellte habt ihr? Ich jetzt insgesamt oder nur nur Adlershof Gentle Nerds? Du? Also unsere Firma in Adlershof. Ach so. Nee. Ja, bei mir kommt ja noch die Agentur und so dazu und das Label und so ist ja nochmal anders. Ey, mir würde so der Kopf platzen. Ja, also wir haben bei uns in Berlin haben wir fest angestellt 4 Leute. Plus Olli, Paul und mich. Ja. Genau. Und Jan, der noch frei bei uns arbeitet. Und dann habe ich natürlich noch für das Klamottenlabel halt Leute. Ja. Und dann haben wir ja noch die Agentur, die ja auch nochmal in Berlin und Köln Angestellte hat. Also man ist schon ein guter Arbeitgeber hier. Hast für du den die Agentur Sektor Berlin mit erstellt? Ich bin ein Gründungsmitglied, genau. Also saßt du damals mit am Tisch, als das gegründet wurde? Genau. Wie ist das, wer hatte den Plan gehabt? Wir kannten uns alle ziemlich gut und haben überlegt, wie wir das so machen. Also du musst dazu sagen, das war noch die Zeit, in der die ganzen Netzwerke existiert haben. Ja. Es war so, als man gerade gemerkt hat, dass die alle anfangen zu bröckeln und eigentlich echt krasse Scheiße bauen. Also so, ne, Mediakraft und Co. Ja. Und dann haben wir überlegt, es muss doch irgendeine Instanz geben, die Influencer besser behandelt und davor schützt, in solche Fallen, also gegen solche Wände zu rennen. Mhm. Weil die haben dann später echt angefangen, Mediakraft war völlig verzweifelt, die haben dann später noch angefangen, versucht, Influencern Anteile an ihrer Firma zu verhökern und so ein Scheiß. Obwohl da im Prinzip schon feststand, dass die ein sinkendes Schiff sind, das war ganz schlimm. Wir haben uns überlegt, nee, das muss besser gehen. Das muss einfach, es muss eine Möglichkeit, es muss eine Art Safe Haven geben, es muss eine Möglichkeit geben, Influencern ganz fair und transparent irgendwie unter die Arme zu greifen und die zu unterstützen und mit coolen Projekten und weil, weißt du, halt, ohne irgendwie auch Druck zu machen und zu sagen, so, nee, ihr müsst das jetzt alles machen, sonst seid ihr nichts wert, sondern Angebote zu unterbreiten einfach und denen irgendwie zu helfen, coolen Scheiß zu kreieren. Mhm. So, das war tatsächlich damals so die startende Idee und dann haben wir uns halt gedacht, wie machen wir das? Dann habe ich viel mit den Peets gesprochen, also mit Dennis und Peter von Peets Meet. Mhm. Und wir überlegt, nee, wir müssen das schon machen, das ist auch geil und wir haben auch das nötige Know-how, so was so Content angeht und was so die Post angeht und so, das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wir bräuchten noch jemanden, der mit uns das hochzieht, der halt wirklich Ahnung von so Management, Event-Management und so weiter und so fort hat. Ja. Und dann haben wir großes Glück, dann haben wir uns den ehemaligen Chef der Köln Messe geholt. Und das war gut. Jetzt macht das Bobbele und der macht das echt stark. Also bin ich theoretisch... Nee. Nee, die Influencer kann man nicht Angestellte nennen. Nein. Nee. Nein. Wie nennt man das keiner denn? Der Influencer ist. Künstler einfach. Die Künstler einfach. Ja. Also bin ich ein Künstler von dir. Genau. True. Würde ich so nie mit hausieren gehen, aber ja. Ja. Ich bin Künstlerin von Flo. Ja. Ja, stimmt ja nicht. Wir haben ja extra keinen Eigennamen. Also wir haben ja extra einen Eigennamen und nicht das irgendwie so bescheuert gemacht, dass da irgendwelche Namen stehen. Weil dieses Hierarchiesystem sollte halt gar nicht stattfinden. Ja. Aber würdest du denn dann sagen, du bist... Bist du denn damit zufrieden? Nein. Naja, was heißt zufrieden? Also, ich bin happy, so wie es läuft. Ja. Aber die Wunschvorstellung ist natürlich immer noch ein bisschen eine andere, wo man versucht, sich irgendwie hinzuentwickeln und hinzuarbeiten. Aber es ist gut. Also, es läuft gut, absolut.
weil halt da auch wirklich Leute sind, die halt extrem tolle Arbeit leisten. Ja. Muss man schon sagen. Da hängt auch eine ganze Menge viel dran. Es gibt halt auch anstrengendere und weniger anstrengendere Influencer, muss man auch sagen. Das stimmt. Ja. Weil es im Chat steht, ja, es ist Second Wave. Und die Frage war, wie unterscheidet sich ihr Geschäftsmodell von sowas wie Bonchwa oder Instinct 3? Kann man da was? Das sind im Prinzip alles Management-Agenturen. Also ich glaube, wenn man Instinct 3 sich anschaut und so und Bonchwa, unterscheidet sich das Geschäftsmodell gar nicht so sehr. Das ist dann lediglich halt eine Frage, wie viele Aufgaben übernimmst du halt noch für deine Künstler? Wie sehen die Verträge aus? Wie sehen die Shares aus? Und dann halt, wie betrachtest du dich? Und bei uns ist so ein bisschen das Motto, unsere Community wird jetzt grinsen, aber wir hatten damals halt den Wunsch, so eine 360-Grad-Service-Agentur zu sein. Also so, dass man auch wirklich zu uns kommen kann, beziehungsweise zu unseren Leuten kommen kann als Influencer und sagen kann, yo, ey, ich habe eine Idee, ich brauche aber Hilfe mit der Umsetzung. Oder ich habe eine Idee, ich brauche aber einen Sponsor dafür, der das irgendwie mitträgt. Oder ne, also nicht nur jemand kommt und sagt, hier ist ein Kunde, der hat Budget X, mach was. Sondern du kannst jederzeit auch zu uns kommen und sagen, ich würde gerne das und das umsetzen. Wie wäre da die Möglichkeiten? Wie viel Zeit brauchen wir? Was würde das kosten? Du musst dich im Prinzip um nichts kümmern. Also wir würden uns kümmern um die Kostenvoranschläge, um sämtliche Möglichkeiten, das irgendwie mit zu versponsern, zu verkaufen, dass man die Kosten möglichst für den Influencer selber, wenn er jetzt zum Beispiel ein Video drehen will, einen Kurzfilm, ein Musikvideo, einen Song aufnehmen, was auch immer, würden halt dann noch Leute mit ins Boot holen, die sich dementsprechend damit auskennen. Im Endeffekt ist es so, wenn du irgendwo hin willst, buchen wir auch deine Tickets. Also du kannst mit allem zu uns kommen, weil wir uns halt nicht nur als Agentur, die dir eben Aufträge vermittelt, sehen, sondern eben auch als Management, die dir halt einfach Alltagsdinge abnehmen, wenn sie irgendwie belastend sind. Möglichst viel Zeit, deinen geilen Shit zu machen, möglichst wenig Mist, was so, weiß ich nicht, zum Beispiel auch, dass du nicht jede Kundenabrechnung irgendwie einzeln machen musst, sondern dass man da einfach sagt, das Rechnungswesen übernehmen wir und so weiter und so fort. Das ist halt, ja. Deswegen dieses 360 Grad. Ach so. Nee, bei uns kommt das woanders her. Bei uns ist das ja 360 Grad Entertainment. Ja, aber das ist nur Zufall. Ach so. Das ist nur Zufall auch noch. Das ist nur Zufall. Jetzt wusste ich gar nicht, dass. Ist Bonchwa ein Management? Das weiß ich auch nicht, aber es wurde gerade Bonchwa in einen Topf geworfen mit Instinct 3. Bei Instinct 3 weiß ich es, bei Bonchwa habe ich keinen Plan. Bonchwa ist doch kein Management. Bonchwa ist doch sowas wie Rocket Dr. Beans, Freud, dachte ich. Rocket Beans, sowas? Ja. Nee. Dachte ich auch. Aber habe ich auch echt. Das weiß ich nicht. Weiß ich das auch kann nicht. Ich dir nicht sagen. Ja, ist eine Streamer-Gruppe, genau. Ja. Ich finde das Plan und Management drumherum mega interessant, aber ich hätte Angst, dass ich mich 24/7 da drin verliere. Wie? Es sind noch mehrere Leute. Du hast Bock, dich 24/7 wirklich in Planung und Management zu verlieren? Ey, bewerb dich bei uns. Nee, Angst. Ja. Ach so, wer Bock hat. Ja, ja, bewirb dich doch bei Second Wave. Bewirb dich gerne, wenn du Bock darauf hast. Und schon kannst du uns, Ja, schon kannst du dich 24/7 in Planung und so weiter und so fort, kannst du dich verlieren, wenn du da Bock drauf hast. Ja, ja, das können wir dann auch so aufschreiben. Sag mal, was hältst du von Globuli? Ah, wieso kommst du denn jetzt da? Weil ich an Globuli glaube. Bist du wirklich? Und mir wurde letztens gesagt, unterhalte dich mal mit Flo darüber. Oh Gott, wir nehmen hier diese kleine Truhe, machen die zu und vergraben die ganz tief unten. Ja, ich meine, ey, du kommst auch aus Sachsen, also was habe ich erwartet? Mir haben Alter, die Dinger geholfen. Wir haben dir nicht geholfen. Doch. Wir haben dir nicht geholfen. Weißt du, warum sie dir nicht geholfen haben? Weil sie fucking nachweislich nicht über den Placebo-Effekt hinausgehen. So ein Bullshit. Jeder, der... Ach, Gottes Willen, Jen. Pass auf, ich hatte meine Weisheitszahn-OP.
Ja. Und alle vier wurden mir rausgenommen. Alle. Ja. Und es war so schmerzhaft. Es hat so weh und es hat nicht aufgehört. Und alles, was ich verschrieben bekommen hat, hat mir nicht geholfen. Und dann sagte mir die Ärztin, sie können ja mal Globuli probieren. Ich so, das sind da die kleinen, ja genau die. Ja, die helfen eigentlich auch. Ich so, okay. Dann bin ich zur Apotheke, habe ich so ein kleines Fläschchen bekommen und die kleinen Globuli. Dann habe ich mir die reingezogen und dachte, boah, Alter, die schmecken ja auch noch richtig geil. Die sind ja süß. Ja, weil sie nur aus Zucker bestehen und Hundescheiße. Und zwei Tage später ging es mir besser. Ja, weißt du, was ohne die Globuli passiert wäre? Nee. Zwei Tage später wäre es dir besser gegangen. Nee. Crazy, oder? Ey, ganz ehrlich, über Globuli diskutieren ist wie über Gott diskutieren. Wenn Leute dran glauben wollen, sollen sie es tun. Das ist eine Religion für sich. Ich finde es halt nur eine Schande, dass es von den Krankenkassen bezahlt wird. Das finde ich eine absolute Frechheit. Das finde ich komplett daneben. Also ich bin dankbar, muss ich sagen, dass ich diesen, wie die Leute sagen, Placebo-Effekt habe. Weil ich ja daran glaube. Du bildest dir halt ein, dass es daran liegt, aber das ist... es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Globuli und dass es dir zwei Tage später besser geht. Das Geile ist, Leute, die dir Globuli verticken, sind ja sogar so arschfrech, dass sie von einer sogenannten Erstverschlimmerung sprechen. Weil die ganzen verzweifelten Hipster-Muddis immer hingerannt kommen zu ihrem Naturheilpraktiker des Vertrauens, sich irgendeine Globuli-Scheiße für ihre Kinder auch noch, was ich so dermaßen unverantwortlich finde, verschreiben lassen. Und die sind so frech, die sind ja gut im Analysieren. Die fragen dann, oh, wie lange hat's denn die Probleme schon? Naja, zwei Tage. Und die wissen, oh, na, wahrscheinlich ist der Peak dieser Erkrankung, sei es eine Grippe, eine Bronchitis, eine Erkältung, der ist nach zwei Tagen noch nicht erreicht. Dann sind die so frech, dann sagen die dir, ja, aber glauben Sie mir, es ist bei Globuli üblich, es kann zu einer sogenannten Erstverschlimmerung kommen, weil die genau wissen, dass es nochmal einen Ticken schlimmer wird, weil ihre Scheiße nicht wirkt, bevor es dann besser wird. So eine Scheiße erzählen die dir, ohne rot zu werden. Es ist unglaublich. Jen, weißt du, wie man Naturheilpraktiker wird? Nee. Du gehst zum Berliner Gesundheitsamt, weißt nach, dass du eine Vorgrundausbildung, die dir online, die kannst du dir online, irgendeinen Scheiß kannst du dir da ausdrucken. Und dann machst du da einen Test. Es ist nicht nötig, nachzuweisen, dass du vorher irgendwas gemacht hast. Du machst da einen Test, in dem beantwortest du ein paar Fragen. Und dann darfst du dich Naturheilpraktikerin nennen. Und dann darfst du Spritzen setzen. Und dann darfst du Leuten den Scheiß erzählen. Die haben nie was gelernt. Das ist keine Ausbildung. Das ist ein fucking Test, den du schreibst bei einem Gesundheitsamt in Berlin. Das ist der größte Dreck. Wer ist denn da so, wer ist denn der sexy Typ im Hintergrund? So hässlich. Geh! Das ist mein Globuli. Ja. An das glaube ich auch. Oh. Ah, nee, Alter. Okay, ich das Thema finde ich wirklich so schlimm. Aber wie gesagt, ich finde das ja so dämlich alles. Aber, ja. Ich wurde ja auch bei dem Naturheilpraktiker, meine Frau hat mich ja auch mal hingeschleppt, als wir mit unseren Kindern da waren, um es mal zu probieren, der mich dann nach 6-7 Minuten rausgeschmissen hat. Echt? Ja, ich musste dann den Raum verlassen. Was hast du denn gemacht? Ich habe ein paar Fragen gestellt. Ganz nett. Hat es denn geholfen? Den Kindern? Ja. Nein. Das ist Quatsch. Was gab's denn Alter. Von der Krankenhaus-Story? Was, Krankenhaus? Krankenhaus, also soll ruhig mal die Krankenhaus-Story erzählen, was? Deine? Du hast eine Krankenhaus-Story? Nee, du. Ich habe eine Krankenhaus-Story. Na, anscheinend. Welche? Weiß ich nicht. Welche? Ich habe so viele Krankenhaus-Stories. Das ist jetzt wild. Da muss man genauer sein. Stichwort Plakat im Flur. Ach du Jemini, was war denn da? Ja, ich... Ist so witzig, wie die Leute alles über dich wissen und du ja, so... Ja, das ist Ahnung. Halt, wenn du so lange das schon machst und du so lange halt auch schon sowas wie den Podcast und so machst. Ich werde öfter mit Sachen konfrontiert, wo ich mir denke, Moment, das habe ich erzählt? Bin ich wahnsinnig? Alles erzählt. Ja, nee, aber ich neige ja auch, also nee, Achtung, ich muss es umformulieren. Ja. Ein Freund von mir, ja, unbekannt verzogen, weiß ich nicht, wo der ist, neigt ja dazu, aufgehangene Plakate auch mal abzumachen, bei Inhalten, die ich nicht so geil finde. Und normalerweise sind das
bei dem Kumpel, unbekannt verzogen, Wahlwerbeplakate. Ja, gehört sich nicht, macht er aber manchmal. Mhm. Und der ist aber auch schon, ja, der Kumpel, unbekannt verzogen, ist aber auch schon mal durch den Krankenhausflügel gelaufen und hat alle Plakate, die irgendwie mit Naturheilpraktikern und so Zeug zu tun haben, einfach abgenommen. Das ist ja ein merkwürdiger Kumpel. Der ist komisch. Der ist Typ. Ja, den richtig nicht, komisch. Dem würde ich auch nicht vertrauen. Nee. Ja, ja. Würdest du sagen, du hast viele Grenzen, was du so online erzählst, oder eher nicht so? Wenige. Also ich glaube aber auch, die sind, das ist ja, das Witzige ist, du fängst ja immer, du stapelst ja sehr hoch und denkst dir so, nee, das geht die Leute nichts an, Aber irgendwann wächst du auch einfach so da rein und du merkst einfach auch, naja, okay, gut, zu einer gewissen Authentizität gehört halt auch eine gewisse Offenheit. Stört dich diese Offenheit? Nö. Bringst du dich mit dieser Offenheit in eine bestimmte Verlegenheit? Ja, garantiert manchmal, aber es ist halt nicht so schlimm, dass du nicht ohnehin dazu stehen würdest. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so, unser Podcast hat hunderttausende Hörer. Mhm. Der läuft echt nicht schlecht. Und das ist dir aber nicht bewusst. Das war bei mir aber schon immer so, dass eine Zahl für mich nicht irgendwie äquivalent zu ersetzen ist mit einer Masse an Leuten. Das funktioniert für mich nicht. Und die Leute, die ich kenne, also kenne in Anführungsstrichen, die Leute, die bei uns partizipieren, die in unseren Streams regelmäßig dabei sind, die unsere Core-Community auf Twitch bilden, die unsere Reddit zum Beispiel von unserem Podcast mitgestalten und so. So, das sind Leute, zu denen habe ich ein anderes Verhältnis. Es gibt Leute in unserer Community einfach, wo ich weiß, wenn mal irgendwas scheiße läuft, dann werde ich das da auch mal kurz los, weil es ist mittlerweile gerade auf Twitch eine Community, der ich wirklich ein gewisses Vertrauen entgegenbringe. Und wenn ich online Sachen erzähle oder mich irgendwie öffne oder wir irgendwie über was reden, dann habe ich die vor Augen. Mhm. So, weißt du? Deswegen finde ich das für mich nicht schlimm, weil das sind Leute, die ich mag, das sind Leute, denen ich vertraue, das sind Leute, wo ich weiß, bei denen ich einfach nachvollziehen kann und weiß, wie die drauf sind und wie die ticken und so. Und deswegen, das ist für mich immer die Assoziation dahin. Deswegen finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, meine Grenzen sind wirklich sehr, sind vielleicht so Sachen, die irgendwie juristisch relevant sind, die, weiß ich nicht, sehr private Vorlieben sind oder halt Kinder. So, da muss jetzt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie vor die Kamera schon gar nicht, aber jetzt auch nicht irgendwie im Podcast erzählt, muss da auch nicht alles werden und so. Man ist schon sehr offen, aber. Also alles, also auch so politisch und alles komplett. Ja, meine politische Agenda und meine politische Meinung ist ja nur, der Zug ist ja abgefahren, als dass die keiner kennt. Ja, ich meine, du hast ja mit Merkel geredet, also. Ja, jawohl. Also, mit Merkel. Ja, also, mit Merkel haben wir auch geredet. Oder? Ich mit Merkel. Merkel-Hure. Die Merkel-Hure Le Floyd. Ja, das war eins der meistbenutzten Wörter unter meinen Kommentaren damals. Echt? Die Merkel-Hure. Da ist die Merkel-Hure wieder. Aber damals war er noch anders wild mit Pegida und so. Das war richtig gut. Hatte die wirklich dich angefragt? Ja, ich habe heute noch die Telefonnummer vom Seibert und so. Was? Ja, ja. Hat der WhatsApp? Der hat WhatsApp. Ändert er mal seinen Status in seinem Profilbild? Ja, ich glaube, der hat noch nie einen Status gepostet. Das wird ein Diensthandy sein. Keine Chance. Ja, stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was der heute macht. Ja. Echt keine Ahnung. Ja, ja. Wild. Es war ganz interessant. Ich kann dir vor allen Dingen sagen, die schlecht gelaunteste Frau der Welt, die ich jemals kennengelernt habe, war Merkels Lichtdubel. Lichtdubel? Die hat einen Lichtdubel. Also da hat sich vorher eine Frau hingesetzt mit derselben Frisur, in einem ähnlichen Alter, mit derselben Größe und derselben Statur, dass die halt eingeleuchtet wird und das Bild eingerichtet wird. Ach so. Macht der Merkel nicht selber. Oh, das... Da hat die ja keine Zeit für. Da kommt jemand halt, die sieht ähnlich aus und ist ihr Lichtdubel, ihr Kameradubel zum Einrichten der Kameras. Ich dachte, es gibt natürlich so Stunt-Doubles. Okay, krass. Dafür auch? Oh. Naja, klar. Weil wenn du jemanden hast, ich meine, guck mal, die hat ja partout keine Zeit, dass da noch 20 Minuten ein Bild eingerichtet wird.
Ja, Milchbaum ist auch mein Lichtdubel. Ja, siehste. Ja. Ach so, ja. Lol. Würde wahrscheinlich sogar gehen. Ja, safe. Obwohl, nee, würde nicht gehen. Ihr habt zu unterschiedlich. Also für ein Video würde es gehen. Für ein Foto könntet ihr euch als Lichtdubel nicht gegenseitig helfen. Weil ihr zu unterschiedliche Proportionen im Gesicht habt. Ja, ich habe so ein rundes Gesicht und sie ist eher kantiger. Mhm. Und ihre Nase ist größer als meine. Ja, und das macht unheimlich was, genau, und das macht unheimlich was aus beim Schattenwurf. Ja, das stimmt. Ist halt beim Foto noch viel krasser als beim Video. Du warst ja derjenige, der damals so, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Wir haben euch letztens für ein Morphing-Quiz. Ich hab's gesehen. Das war sehr gut. Aber sah gut aus, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Das sah aus wie ein Alien. Ja, ein bisschen. Wie ein attraktiver Alien. Ist okay. Wow. ich wollte irgendwas sagen. Ist das bei dir eigentlich? Ja. Es ist wirklich so eine Frage, es ist so eine ganz offensichtliche Frage. Hm. Aber ist das bei dir mit Pink so ein Ding? Oder ist das wirklich einfach so, sagst du wirklich, du stehst drauf? Auf rosa. Ob das ein Ding ist oder ich drauf stehe, ist das Gleiche. Nee, ich meine, jetzt ist das sowas, wo du sagst, nee, das ist einfach ein Erkennungsmerkmal. Nö, also ich lieb's. Nur was. Pink, rosa, okay. Roségold, lieb ich. Schon immer gewesen. Ich glaube, das ist meine Kompensierung, weil ich damals als Kind niemals mein Prinzessinnenzimmer haben durfte oder konnte. Und wie oft bist du schon mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass du damit ein schlechtes Rollenbild... Ah, hör auf damit! Ja, das Girly Girl, was immer pink aufzeigt und sich immer Girly Girl kleidet. Ach, oh, das ist hör auf damit. Herrlich. Öffne diese Büchse nicht. Ja, aber ja, die mit deinen scheiß Zuckerkügelchen, ich darf die nicht aufmachen. Ja, das ist keine Büchse, das ist einfach nur kurz. Nee, stimmt, das ist ein kleines Gläschen. Ich mach gleich Hogwarts Legacy auf. Ja, Gott, da hatte ich auch Angst vor dem Video, was ich hochgeladen habe, wo ich Gronkh in Schutz genommen du habe. Du hast es nicht mal auf Twitter gepostet. Stimmt, habe ich nicht. Warum? Weil Twitter toxischer Dreckshinterhof für... Alter. Oh Gott, Alter, Twitter ist wirklich der letzte Scheiß. Ja, aber ich du nutzt das nicht, oder? Was? Nutzt du Twitter aktiv? Ich hab irgendwann mal vor ein paar Wochen habe ich nur noch mal einen Post geschrieben und habe gesagt, Twitter ist mir so scheißegal, ich werde jetzt hier nur noch gottlos Werbung posten. Und seitdem poste ich nur noch Werbung. Aber scrollst du durch? Nicht. Twitter auf keinen. Will ich mich ritzen? Nee, gerade nicht. Ich will Wenn ich Twitter durchscrolle, steche ich mir wieder einen Zirkel in den Oberschenkel, wie damals in der Schule, Alter. Was ist los? Ich will das auch können. Wie machst du das? Ich habe mich viel zu viel damit befasst in der letzten Woche, Alter. Meine Depris haben instant gekickt. Wirklich. Ich habe Twitter nicht auf dem Handy. Ich gucke mir den Scheiß nicht an, auf gar keinen Fall. Twitter kann ich nur am Desktop-PC mal öffnen und kann das da mal mir nur wirklich zum Posten geben. Ich scroll da nichts, ich gucke mir da nichts an, ich gehe auf kein Profil. Twitter ist mir zuwider. Ich finde diese Plattform so widerlich. Es wird immer schlimmer. Das ist die toxischste Scheiße im Netz. Ja, ich meine jetzt, okay. Ich weiß, 4chan und so, diese ganzen Boards, die sind natürlich nochmal ein anderer Schlag. Aber Twitter ist, auf Twitter übrigens finde ich auch ganz geil, auch ein Thema, was ich hasse. Damit wirst du bestimmt auch schon mal konfrontiert worden sein. Auf Twitter und Insta geht mir ein Trend so richtig auf die Eier. Und das ist diese Toxic Positivity. Toxic Positivity, was meinst du damit? Diese ganzen Leute, die ständig dir um die Ecke kommen von wegen... Alles ist wunderbar, es ist alles nur Mindset. Mindset, 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 wo ich mir mal denke, fickt euch. Mache ich das auch? Nein, bei dir ist es was anderes. Bei dir, du schreibst Erfahrungswerte auf. Okay. Aber du bist noch nie auf die Idee gekommen und hast gesagt, Leute, ändert einfach nur euer Mindset. Einfach mal, tretet euch selber in den Arsch. Okay. Tretet euch einmal selber in den Arsch und arbeitet an euch. Das ist euer Mindset. Erzählt es mal jemandem, der seit 10 Tagen heulend im Bett liegt und bis 16 Uhr nicht rauskommt, dass er nur mal kurz sein Mindset ändern soll. Es ist deine Schuld, diese, wenn nicht alles wunderbar ist. Genau, und dann diese ganzen Sinfluencer-Spacken da draußen, ey. Okay. Alle mal treten.
die gehen mir so auf den Sack. Dieses ganze, oh Leute, ey, ihr müsst nur einmal euren Arsch hochkriegen, euer Mindset, Alter, arbeitet an euren Mindset, ihr habt kein Top-G-Mindset, oh, geh mir auf die Eier, du Wicht. Junge. Ja, bei mir war das Neueste, ich habe gestern ein Video hochgeladen, weil ich gestern im Stream mich nochmal zu Hogwarts Legacy geäußert habe. Ich hab halt gesagt, es ist mir wirklich egal, welches Geschlecht ihr habt, welche sexuelle Orientierung, ist mir alles scheißegal, ihr seid für mich alles Menschen. Da habe ich das halt so gepostet und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich ist doch daran jetzt nichts falsch, ne? Es ist doch eigentlich eine normale, gute Aussage. Ja, damit diskriminierst du schon wieder. Ja, natürlich. Und du, ich weiß es nicht, ich habe schon wieder gelesen vorhin, kurz bevor ich den Stream angemacht habe, ich dachte, what the fuck, was ist denn jetzt daran falsch? Ich muss es einmal so sagen, wie es ist. Ich musste dieses Gronkh-Ding machen, weil ich es so dumm fand. Aber ich habe auch eine Sache wirklich, die ich echt richtig doll schade finde. Die ich wirklich schade finde, das muss man wirklich sagen. Aber ich habe mir nach einem kleinen und einem wirklich doch größeren Shitstorm, wo Leute versucht haben, mich in die Ecke der AfD zu drängen und wo Leute richtig Kampagne gegen mich gefahren sind. Okay. Habe ich mir vorgenommen, das Thema nie wieder anzufassen. In keiner Art und Weise. Auch nicht unterstützend. Weil du mit nichts recht hast und weil du mit nichts das Richtige sagen kannst. Mache ich nicht. Ich habe damals eine Aussage getätigt, für die wollten mich Leute komplett wegcanceln. Verstehe ich bis heute nicht. Und seitdem habe ich mir fest vorgenommen, okay, ich habe wirklich versucht, ich habe eine Viertelstunde lang versucht zu erklären, wie ich das meine und warum. Hat nicht funktioniert. Gab trotzdem einen riesen Shitstorm. Die Leute haben behauptet, ich wäre AfD-nah. Die Leute haben mich als transphob bezeichnet. Nie gewesen. Aber seitdem habe ich mir vorgenommen, das Thema werde ich nie wieder anfassen. Egal ob Support oder Kritik. Ich werde mich dazu nie wieder äußern, hab's jetzt einmal bei Gronkh gemacht und das dürfte auch wirklich das letzte Mal wieder für sehr viele Jahre gewesen sein. Meine ich. Hast du dafür hast keine, auch wieder was keine Chance. Bekommen? Ich hab die Kommentare, ich habe nicht einen Kommentar unter dem Video gelesen. Boah, das ist Selbstbeherrschung, ey. Ja, das habe ich mir aber wirklich angewöhnt. Kommentare lesen habe ich damals. Und YouTube ist schon besser geworden, was das anging, als die AfD neu war. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Und da habe ich ja sehr linken. Da habe ich ja alles, ich bin ja sehr links, sehr liberal. Und als ich damals Videos so gegen die AfD und gegen Pegida und so gemacht habe, als das alles neu war, da habe ich aufgehört, Kommentare zu lesen. Weil da ging es plötzlich nur noch, wir finden dich, wir bringen dich um, wir bringen dich und deine Frau um, wir bringen dich um und du, das Letzte, was du siehst, ist, wie wir deine Frau vergewaltigen, bla bla bla. Das war eine Zeit, das war Wilder Westen damals noch. Da gab es gar keine Einschränkungen, was das anging. Mhm. Und das ist die Zeit, wo ich aufgehört habe, Kommentare zu lesen. Die Kommentare, die ich jetzt lese unter meinen Videos, sind die von der Core-Community und das sind die, die in den ersten 20 Minuten reinkommen. Danach lese ich keinen Kommentar mehr. Ja. Ich lese danach keinen Kommentar mehr. Das kann ich euch tatsächlich sagen, wenn ihr später als 20, 25 Minuten unter mein Video postet, habe ich mit Sicherheit nicht gelesen. Richtig abbait. Habt ihr hier jetzt einmal gehört. Aber wo kommt das her? Wo kommt dieses eklige gegen alles Hetzen her? Das so, bäh. Naja, die Leute haben keine Hemmungen, weil ihnen eine Plattform gegeben wird, wo sie mit keinerlei Konsequenz mehr rechnen müssen, was ihre Tätigkeiten und Aussagen betrifft. Ich bin ganz ehrlich, früher. Das klingt jetzt super ewig gestrig, aber es gab ja nicht die Möglichkeit, sich irgendwo zu äußern. Ja. Und zwar anonym. Also klar, du konntest mal einen Brief an eine Redaktion schreiben. Ja. Aber wenn dir draußen jemand erzählt hat, von wegen so, was du wählst, weiß ich nicht, was gab es schon immer als rechte Partei, keine Ahnung, was du wählst, NPD, dann hat derjenige ja nicht dermaßen, der hätte ja nicht gesagt, Bruder, sag einmal noch was. Nee, so hätte er sowieso nicht gesagt. Er hätte wahrscheinlich gesagt, sag einmal noch was gegen die NPD und ich bring dich um. Und das Letzte, was du siehst, ist, dass ich deine Frau vergewaltige. Weil er hätte halt sofort von 5 Leuten eine Sitzen gehabt. Heute hat niemand weiß bei solchen Aussagen mehr, was eine Konsequenz ist. Weil die wenigsten, niemand im Endeffekt, statistisch irrelevant, wird dafür rechtlich belangt. Ja, so gut wie absolut niemand.
weil es immer noch verlacht wird. Und niemand muss mit der direkten Konsequenz leben, wie es ist, das jemandem ins Gesicht zu sagen. Niemand muss sich mit den Gefühlen der anderen auseinandersetzen. Niemand muss sich damit auseinandersetzen, wie das Gesagte bei seinem Gegenüber ankommt, was das aufmacht, was das auslöst, etc. pp. Das ist heute alles egal geworden. Kommunikation ist so verroht im Internet. Und das ist der einzige Grund. Wenn es diese Schranke nicht gäbe, niemand lebt mehr mit Konsequenzen im Internet. Was, außer Leute, die halt in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist der Grund. Und dazu kommt noch, dass ja mittlerweile auch die andere Seite, ich sage jetzt mal bewusst dieses Wort, was man eigentlich vermeiden soll, aber dass diese ganzen White Knights und Social Justice Warrior da draußen, dass die ja im Prinzip dasselbe machen, nur mit einer anderen Agenda. Auch da ist es ja, ich bin besser als du und du bist schlecht und das möchte ich jetzt in die Welt hinaustragen. Mhm. Und da ist dieses Kleinmachen und Kaputtmachen viel perfider. Weil da kriegt das System, da versucht man dich wirklich zu diskreditieren und dir zu schaden, während die anderen dir nur drohen wollen. Die Dummen wollen dir nur drohen. Die in der anderen Bubble sind leider ein bisschen smarter. Die wollen dich kaputt machen, das ist was anderes. Ja, sie belästigen die Woche. Da zitiere ich mal einen großen deutschen Dichter und Denker an der Stelle, ja. Ist mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Genau so. Ja. Gab's früher Twitter? Wie lange gibt's Twitter schon? Twitter gibt's schon lange. Ich kann gucken, wie alt mein Account ist, dann weißt du, wie alt Twitter ist. Ja. Ja, mal. 10 Jahre, 11 Jahre? 12. Ja, Twitter kann man doch. Twitter-Gründung. Was? Nicht grüne Woche. 2006. Also das Unternehmen wurde 2006 gegründet, keine Ahnung. Aber da haben doch noch nicht so viel Twitter genutzt. Nee, ich bin glaube auf Twitter seit 2008 oder so. Oder 2009. Ich frage mich, wie die Twitter-Kultur früher war. Dass da auch so war, auch mit den ganzen Influencern und so, dass man war das da auch so? Du musst dich, heute ist es ja so, äußere dich mal dazu, wie ist denn deine Meinung, du musst dich äußern. War das früher auch so? Nee, aber ich glaube, das war deshalb nicht so, weil die Leute früher andere Medien immer noch konsumiert haben, was in erster Linie dann halt wirklich so, die Leute waren es nicht gewöhnt. Weißt du, dieser Gewöhnungseffekt, dass sich jemand dazu äußert, der kam ja erst mit den Influencern, mit den Online-Persönlichkeiten. Früher waren es die Leute nicht gewöhnt, früher haben sich die Leute eine vorgefertigte Meinung im Fernsehen angehört und dann war das erstmal gut. Dieses ganze, ja, äußere dich doch mal dazu, das kam ja erst, weil es Leute gemacht haben und weil es dann gang und gäbe wurde. Und heute ist es so dermaßen ausgeartet, dass du schon aneckst, das finde ich immer krass, du eckst heute schon an, wenn du sagst, sorry Leute, ich habe dazu keine Meinung. Ja. Ich weiß darüber nicht gut genug, ich weiß nicht gut genug Bescheid, ich bin nicht genug im Thema drin, ich kann euch die Frage jetzt nicht beantworten, ich habe dazu keine Meinung, es betrifft mich nicht, ich habe meine Lebenswirklichkeit ist eine andere. Das ist völlig egal, welches Thema. Du kannst es dir heute kaum noch leisten, wirklich mal offen und ehrlich zu sagen. Ja. Und das sollten viel mehr Leute machen. Ja. Viel mehr Leute sollten manchmal ihre dumme Schnauze halten, Entschuldigung, statt irgendeinen Scheiß zu copy-pasten, einfach mal ehrlich und offen und mit ein bisschen Mut zu sagen, Leute, es tut mir leid. Ich habe dazu keine fundierte Meinung. Kann ich nichts sagen. Sorry. Themenwechsel. Das wäre so heilsam, wenn Leute sich das mal trauen würden, einfach wirklich zu sagen, Leute, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Meinung, tut mir leid. Sucht euch jemanden, der mehr Ahnung davon hat. Und wenn du sagst, es ist dir egal. Ja, egal finde ich es nicht dasselbe. Mir sind Sachen, zu denen ich keine Meinung habe, einfach weil sie nicht fundiert genug ist, oftmals nicht egal. Das Schicksal von Menschen ist mir nicht egal, aber trotzdem habe ich dazu so wenige Überschneidungen, dass ich mir dazu keine Meinung bilde. Ja, ich hatte das auch, ich hatte ja auch gesagt, es gibt ja mehrere Geschlechter, männlich, weiblich, und ich kenne mich halt nicht aus, was es alles gibt. Es gibt ja sehr viele Bezeichnungen dafür. Hatte ich ja auch gepostet, da hatte ich auch schon ein paar Nachrichten gehabt. Ja, wie kann man denn heutzutage nicht darüber informiert sein? Da war ich auch schon wieder so richtig so, warum nicht? Du musst das wissen. So. Nee, muss ich nicht. Ich darf eine Meinung dazu haben, ich muss nicht.
Ja. Und wenn ich dazu eine Meinung habe, dann bin ich hoffentlich sogar noch intelligent genug, ja, abzuschätzen, ob ich die teilen oder einfach für mich behalten sollte. Das ist korrekt. Das mangelt's ja, da mangelt es ja vielen Leuten auch schon, leider. Naja, so ist das mit den Meinungen. Spielst du Hogwarts Legacy? Was sagst du? Spielst du Hogwarts Legacy? Wahrscheinlich nicht, nee, du hast gar keine Zeit, so, oder? Nee, aber tatsächlich einfach nur nicht, weil ich nicht zu komme. Ich glaube, das Einzige, was ich zurzeit immer mal spiele, weil es schnell geht, ist eine Runde Call of Duty. Da bin ich... Aber jetzt so Story-Games oder so habe ich gerade gar keine... Ich weiß nicht, ich hoffe tatsächlich ein bisschen... So, ich habe so vor Augen, ab dem 16. März wird es bei mir hoffentlich ein bisschen ruhiger. Das ist so gerade so mein Fahrplan. Bis zum... So bis März muss ich noch ganz schön reinhauen. Warum? So, da ist ganz schön viel. Warum? Ne, es ist halt alles so Zeug, woran ich gerade arbeite. Also, jetzt am 15. Februar zum Beispiel kommt der erste Drop in diesem Jahr von den neuen Klamotten. Ja. Da war auch wieder ein absoluter Hickhack, weil der Markt ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe Ewigkeiten wieder rumtelefoniert, weil wir hatten jetzt krasse Probleme mit dem Stoff. Ich benutze für meine Hoodies so einen schweren Stoff und da gab es wieder Ewigkeiten keine, da gab es wieder Lieferverzögerungen wie Sau. Dann haben sich EU-Gesetze geändert und ich produziere ja, ich lasse ja, die Sachen, die ich verkaufe, sind alle handgenäht in Polen. Mhm. Also tatsächlich, wirklich in der EU. Grüße gehen raus an Finn. Aber da gab es Änderungen, die sich nur auf die Lieferkette ein bisschen ausgewirkt haben. Was jetzt partout nicht schlimm war, da musste da ein neuer Vertragspassus mit rein, dann musste das irgendwie wieder gemacht werden. Dann musstest du da nach Hamburg, wo die Distribution sitzt, ne, das Lager und so, die das alles verschicken, musste ich da noch was anpassen lassen und so. Dann die Motive dafür machen. Dann hat der Januar halt deshalb leider nicht geklappt. Dann jetzt sollten die neuen Schnitte und so schon kommen, die sind jetzt für den März geplant. Da kommt dann eine neue Farbe, ein neuer Schnitt, ein Female Cut für die Shirts und so weiter und so fort. Da war jetzt die Auswahl vom Stoff wichtig. Die Preise haben sich krass verändert, dann musst du gucken, kommst du mit der Preisrange im Shop noch klar. Bist du da wieder am Durchrechnen, weil das alles relativ teuer ist tatsächlich auch. Und dann das Album jetzt, was ich soweit aufgenommen habe, was jetzt gemastert wird, wo ich bei einem Beat nochmal schrauben muss, dann kommt jetzt die EP erst online, dann will ich das Drum and Bass Album aber auch noch droppen. Bin gerade am Erfragen, ob das sinnvoll macht, das über dieselbe, unter demselben Namen zu machen oder ob man dafür noch einen zweiten Spotify for Artists Account braucht und so und einen zweiten, eine zweite Distribution, was das Veröffentlichen angeht. Da ist so viel Bürokratie-Scheiß, der da noch mit hintersteckt. Dann musst du dir technisch neue Sachen beibringen und so, musst du dir schon wieder 3 Stunden lang auf YouTube ein Tutorial von irgendeinem Inder geben, weil du, ich lerne ja Sachen ständig neu. Ich habe ja noch nie Musik gemacht vorher. Jetzt mache ich ja die ganzen Beats und so alles selber. Und das ist halt, bis das alles online und veröffentlicht ist, vergeht halt noch ein bisschen Zeit. Februar und März. Aber bis 15. März, dann zum ersten großen, fetten neuen Drop des Jahres, soll alles fertig sein und dann will ich auch durch sein erstmal. Sodass ich zumindest ein bisschen ruhiger treten kann und die ganz großen Sachen erstmal für einen Monat vielleicht weg sind. Ja. Warte mal, ich baller mal den Link hier rein, weil die Leute fragen. Mal gucken. Wie hieß die Seite? Beste URL der Welt, diet.rich. Eine geile Custom-URL. Habe ich mir da gegönnt. Ja. Nee. Sophia, Alter. Ja, das sind so die Sachen, die man halt so macht, ne? Und dann hast du halt noch den YouTube-Kanal, dann die Dr. Freud-Geschichte, Twitter und dann musst du irgendwie das noch hinkriegen, dass deine Kinder nicht das Gefühl bekommen, dass du zu wenig Zeit hast, weil das wäre das einzig Unverzeihliche, was ich mir tatsächlich nicht leisten kann und möchte. Und dann hast du ja auch noch eine Ehefrau. Da ist einiges los. Der Tag hat mir ein bisschen zu wenige Stunden. Ja. Verstehen, wie alt sind deine Kinder? Die werden jetzt 5. Verstehen, nee, die verstehen das natürlich noch nicht mit dem ganzen Internetgedöns, aber verstehen die so, was du machst? Ja, so halb. Was würdest du machen, wenn die sagen, ich will das auch machen?
können die gerne ausprobieren. Und wenn die da Lust drauf haben und erfolgreich damit sind, dann können sie das auch gerne machen. Ich würde es versuchen, in Bahnen zu halten, wo es nicht zu früh passiert. Das wäre mir nicht so recht. Mhm. Ja, solange ich da noch irgendwie drauf einwirken kann, nicht durch Zwang oder Verbieten, aber irgendwie zu erklären, was das für Konsequenzen hat. Ja, aber prinzipiell bin ich der Letzte, der sagt, nee, ist nicht. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ihre Interessen geprägt und gefördert werden, einfach was anderes zu machen. Hm. Also Sohnemann zum Beispiel, weiß ich, der hat tierisch Bock, der will irgendwas mit Musik machen, das ist sein Ein und Alles. Das heißt, der wird früher oder später, wenn es denn, ich meine, ey, yo, der wird 5, keine Ahnung, das wechselt noch 20 Mal oder 30 oder 40, 50 Mal. Aber wenn der darauf Bock hat, go with the flow. Meine Tochter will nichts anderes werden als Tierärztin, seit sie 3 ist. Let's go. Hoffentlich bleibt's dabei. Fände ich geil. Ja, aber es ändert sich wahrscheinlich nochmal. Ja, das ändert sich alles noch 30, 40, 50 Mal. Dann wird erstmal der Twitch-Instagram-Account erstellt, die Twin Floyds. Das finde ich ja sowieso. Das, boah, ey. Das war bei uns auch nicht ein einziges Mal Thema. Also da, meine Frau hat ja auch so überhaupt gar nichts, so null mit Social Media am Hut. So dermaßen weit weg kann man von dem Thema gar nicht sein wie sie. Und das war nie Thema, dass das irgendwas mit den Zwillingen irgendwann mal online kommt. Never ever, Alter. Das muss also Leute, die dann so Accounts für ihre Kinder dann anlegen, so. Ja! Mach mal bitte nicht. Boah, da gibt's richtige eklige TikToks so auch, wo die richtig so mit 5 noch schminken und alles und voll. Boah. Ja, furchtbar. Ah. Ja. Ja, chillig. Nichts mit Social Media zu tun haben, ey. Luxus. Ja. Hat sie ja, auch die, so hat genug anderen, die hat genug anderen Scheiß an der Backe. Die braucht das wirklich nicht. Hat sie aber so Instagram-Account und so hat sie wahrscheinlich, oder? Ja, sie folgt Leuten auf Instagram. Klar. Okay, ihr Account ist halt privat, aber sie folgt halt so Leuten auf Instagram, die sie halt feiert. Ja. Aber als reiner Konsument halt. Okay. Ja. Gut, schön. Ja. Meine Frau sitzt ja sonst auf der komplett anderen Seite der Medaille, hätte ich jetzt was gesagt. Aber ist sie, bleibt sie zu Hause? Nee. Nee? Nein. Wäre für sie absolut undenkbar. So. Ich dachte auch. Meine Frau ist nicht zu Hause. Meine Frau hat die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, ja. Aber das ist auch alles. Okay. Ansonsten fährt die ganz normal. Ne, wir wechseln uns ab, wer wann wie früh fährt, weil es geht ja immer doch darum, dann die Kids irgendwie in die Kita zu bringen. Bei unseren Kindern ist halt leider so, mit unserem Sohnemann ist krank sein nicht so einfach. Das kann bei ihm immer sehr schnell sehr gefährlich werden. Mm. Aber das kriegen wir halt ganz gut gedeichselt. Und sie hat zum Glück einen Job, wo das geht. Ja. Ich stelle mir das mal so Nervenzehren, also so Energieraum vor. Ich sehe das ja auch mal mit bei Sepp, mit seinem Kind. Mm. Immer wenn das Kind das ist scheiße, krank ist. Boah, das muss so böse sein. Dein ganzes Leben kann komplett stabil laufen. Ja. Alles ist cool. Alles kann sich mit einem Wimpernschlag wirklich ändern, wenn mit deinem Kind irgendwas nicht stimmt. Ja. Und du dann weißt, okay, hast du selber noch die Zeit ins Krankenhaus zu fahren oder musst du einen Krankenwagen rufen? Ja. Das ist so. Ja, da sind Prioritäten einfach andere. Was ist denn so die Idealvorstellung von allem All-in-One in 10 Jahren? In 10 Jahren? Ich weiß nicht, ich möchte in 10 Jahren immer noch sagen können, ich mache was mir Spaß macht. Ich möchte in 10 Jahren auf jeden Fall sagen können, mindestens eine Generation nach mir ist halt insofern auf der sicheren Seite, dass sich die beiden erstmal ausprobieren dürfen. Mhm. Ne, also meine Kinder sollen niemals darunter leiden, dass sie mit Anfang 20 das Gefühl haben, sie müssten schon wissen, was sie im Leben wollen. Weil ich wusste das nicht. Mir wurde das immer vorgeworfen. Mhm. Sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern fanden den Weg, den ich eingeschlagen habe, damals katastrophal. Das möchte ich für meine Kinder alles nicht. Die sollen sich wirklich Zeit nehmen und einfach aussuchen können, was sie machen wollen später, um einfach, wenn du mit dem, was du so viele Stunden am Tag tust,
wie jetzt zum Beispiel dein Job oder so, nicht glücklich bist, ist es wahnsinnig schwer, ein glückliches Leben zu führen. Und das wünsche ich mir halt für meine Kinder, dass sie das können. Und ja, daraufhin, da arbeite ich halt hin. Ich möchte ein paar Sachen von meiner Liste gestrichen haben, wo ich sage, das habe ich auf jeden Fall mal gemacht. So, ich möchte wenig Sachen verpasst haben. Deswegen auch die Sache mit der Mucke und so, weißt du? Mhm. Einfach, weil ich sagen will, Haken dran, habe ich auf jeden Fall mal gemacht, finde ich geil. So, habe ich einmal auch mitgenommen, so die Erfahrung, wie ist es tatsächlich, in Anführungsstrichen, weiß ich gar nicht, ab wann man sich so nennen darf, keine Ahnung, in Anführungsstrichen mal Musiker gewesen zu sein. Ich oder glaube, so ab dem Moment, wo du was rausbringst. Ja. Was halt aber auch nicht so YouTubig ist, weißt du? Ja. Was davon halt wirklich einfach Ticken weggeht. Ist ja bei meinem Musikgeschmack kommt ja das YouTubige schon fast nicht in Frage. Also von daher. Ansonsten in 10 Jahren habe ich für meine Kids, glaube ich, nur, ich will mit meiner Frau immer noch so glücklich sein wie heute und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass meine Kinder 2 Kinder sind, die viele Freunde haben. Aber du würdest trotzdem noch weiter mit dem ganzen Streaming-YouTube-Gedöns weitermachen, oder? So, solange ich da Bock drauf habe, mache ich das gerne. Okay. Ich meine, guck dir die Rocket Beans, Alter. Guck dir Papa Eder an und Co. Klar. Machen wir alles mit, solange wie es geht und solange wie es Spaß macht und solange die Leute Bock auf uns haben. Easy. Wie alt bist du jetzt? Ich? Ja. 35. Krass. Ja. Dann wirst du 45 in 10 Jahren. Ja. Ich sag mal, über die Hälfte ist rum. Leute in meinem Berufsfeld werden als Männer im Schnitt 68. Meinst du? Ja, ich mache viel Sport und trinke nicht. Vielleicht schaffe ich es länger. Ich denke auch. Du bist sehr robust. Ja. Bitte mit 70 noch ein paar Videos hochladen. Ja. Da ist übrigens gerade Kim bei dir im Chat, der gute Kim TNT. Es ist schön, dass der gerade meine Musik lobt, weil er ist derjenige, der das ausbaden darf. Der ist nämlich mitbeteiligt am Mastering von den ganzen Geschichten. Ach so, Kim macht mir meine Sound-Alerts. Siehst du? Kim macht das Mastering gerade von den Songs und muss da leiden. Weil den Kim kennt noch. Was denn? Der kennt noch die anfänglichen Ideen. Das ist ja alles bei mir auch wieder. Du weißt ja, ich habe ja am Anfang erzählt, alles, was ich zu lange mache, finde ich irgendwann scheiße. Weil ich die Geduld nicht dafür habe und das dann. Und der Kim hat noch unter völlig anderen Sachen gelitten, als ich mich am Anfang ausprobiert habe. Ja. Oh, jetzt ist er, glaube ich, glücklicher mit dem, was er kriegt. Was er zum Mastern bekommt. Also ist Kim wie so ein Chili-Man? Ja, also Kim macht das halt sehr professionell, was das Mastering von Musik angeht, ja. Deswegen kann er mir auch heute erst die Sachen schicken, weil er heute im Studio ist. Mhm. Ja, genau. Ich verstehe. Das auch, ich finde das so krass, wie die Leute das machen. Ist viel besser geworden. Ja, wild. Wild. Ja, wo siehst du dich in 10 Jahren? Kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Finde ich gut. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, wo ich leben werde, ich weiß nicht, wie viele Kinder ich haben werde, ich weiß nicht. Ich würde natürlich immer trotzdem gerne weitermachen mit dem Streaming und mich noch ein bisschen ausbauen und ein bisschen Sachen machen. Aber ich habe keinen Bock auf dieses. Deswegen, ich frage mal gerne die anderen Leute, aber ich kann das selber nicht beantworten. Gar keine Ahnung. Ja. Bin ich gut. Warum auch? Muss ich ja nicht heute schon irgendein Korsett anziehen. Von daher. Ja, ich meine, hätte ich Kinder, dann könnte ich das wahrscheinlich besser beantworten. Weil ich ja auch für meine Kinder dann denken würde und ich will ja, dass meinen Kindern es gut geht, aber ich bin halt aktuell natürlich, ich habe einen Partner, aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem ich, individuelle Person, die halt für niemanden Verantwortung hat. Ja. Ja. Klar, für Lazy. Ja, klar, natürlich. Ja. Die lebt doch hoffentlich noch in 10 Jahren. Ja. Ja. Aber ich glaube, die wenigsten Leute wissen das. 10 Jahre, Alter. Überleg mal, was das heute für eine Zeitspanne ist. Wir können uns heute ja nicht mal ansatzweise ausmalen, mit welcher Art von Technologie wir in 10 Jahren konfrontiert sind. Mm-mm. Keine Chance. Deswegen. Bist du nicht auch aufgewachsen
Einmal ohne Social Media und dann mit Handy und ohne Handy? Ja klar, ne? Klar, ja. Ja. Das erste Handy, was ich hatte, war ein Nokia 3210. So ein geiler Knochen. Ich hatte ein Motorola, dieses Klapp-Handy. Das war ja schon krass. Das hatte ja schon 256 Farbdisplay, oder? Ja, ich glaube schon. Das war pink. Crazy, Alter. Ja, das war dieses Klapp-Handy. Und dann irgendwann gab es Touch und dann mit diesem Stift. Wenn ich jetzt hochrennen würde, würde ich ein altes, metallic-blaues Motorola-Klapp-Handy finden, mit dem meine Kinder spielen. Unkaputtbar Knochen. Ja. Ja, Siemens. Boah, kennst du noch Trium? Nee, was ist das? Nee, ich glaube nicht. Trium war auch ganz schlimme Telefone. Die hat noch so eine ausziehbare Antenne. Trium-Handy. Hat doch, meine Eltern hatten sowas gehabt. Konnte man damit SMS schon schreiben? Ja, auf jeden Fall. Ah, stimmt. Und dann dieses Ding, was du dann auf und zu geklappt hast für die Tasten. Ja, völlig geil. Ey, SMS schreiben, Alter, überleg mal, das hat damals Geld gekostet, Mann. Wie wild. Schreibt noch jemand SMS? Ist SMS jetzt nur noch für... Ja. Die automatisierten Dinger, die Zwei-Faktor-Bestätigung schicken. Ich frag mich, wann diese Einstellung rausfällt. Ja, mal gucken. Ich kann mir das halt nicht vorstellen. Wahrscheinlich sitzen die Grundschüler jetzt schon mit Smartphone im Unterricht rum und schreiben da rum. Naja, bei vielen Schulen gibt es ja so... Ich finde, das weiß ich nicht, ob das so smart ist. Es gibt ja an vielen Schulen immer noch so Handyverbote und sowas. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich Lehrerin wäre, würde ich vorne einen Korb machen, dann tut jeder sein Handy rein, wenn es mein Unterricht losgeht. Ja, das ist tatsächlich, ist das der Fall. Allerdings am Schultagesanfang, also bei meiner Nichte ist das so, am Schultagesanfang werden die Handys abgegeben. Und am Ende, ich weiß gar nicht, ob in der längeren Pause die rausgegeben werden, kann sein, ich glaube ja. Und dann generell erst am Ende wieder... Das ist, finde ich, voll legit. Also klar haben die Kinder keinen Bock da drauf, aber Alter, die müssen doch alle nur am Handy hocken. Ich weiß gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt immer ziemlich begeistert, wenn ich das bei meiner Nichte sehe und die ist voll in dem Alter. Die ist 13? 14? 13 oder 14? Ich glaube, die ist im Dezember 14 geworden. Oh Gott, ich habe keinen Plan, Alter. Schlechter Onkel. Da geht das noch voll klar. So die, ja. Aber du musst halt als Eltern auch krass drauf gucken, ne? Ja. Würdest du sagen, es ist, das hatte ich letztens die Frage. Wenn deine Kinder ein Smartphone haben und du guckst rein, ist es Verletzung von Privatsphäre? Das ist eine sauschwierige Frage, beziehungsweise sauschwer zu beantworten. Die Sache ist halt, ich glaube, was man sich immer überlegen muss, ist, wo liegt das richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit? Mhm. Das ist ja grundsätzlich immer eine große Frage. Das ist ja so die Frage, die über allem schwebt in unserer Gesellschaft heute. Und kleiner wird die Frage auch nicht im kleineren Kreis. Also wenn du jetzt guckst zum Beispiel, wie sehr willst du deinen Kindern vertrauen? Wie gut ist das Verhältnis? Ist das Vertrauensverhältnis ohnehin so gut, dass deine Kinder dich fragen, wenn sie auf Dinge stoßen oder mit Dingen konfrontiert werden, die ihnen komisch vorkommen? Ich glaube tatsächlich, ich würde es so machen, dass je nachdem, in welchem Alter sie sind, wo das mit dem Smartphone dann eine Rolle spielt, dass ich am Anfang mit drauf schaue. Allerdings auf eine Art und Weise, die nicht so übergriffig ist. Also kein heimliches Kontrollieren durch Software oder irgendwie so. Sondern eher sowas wie gemeinsam irgendwas schauen. Mal zeigen lassen, was sind die Sachen, die sich die Kids am liebsten angucken. Mal zeigen lassen, was sind die Kanäle, Seiten oder was auch immer. Ja, einfach mal wirklich fragen von wegen so, yo, hier deine Lieblingsseite, dein Lieblingskanal, lass mal gemeinsam irgendwie ein Video gucken oder so. Ja. Dann sich halt auch nicht. Das ist halt der Vorteil auch aber an unserem Job. Wir werden immer eine Art Grundverständnis dafür haben, immer. Unsere Elterngeneration oder Leute, die mit dem Job absolut nichts zu tun haben, werden nie dieses Selbstverständnis haben wie wir. Nee. Wenn uns unsere Kinder da irgendwelche YouTube-Sachen zeigen, werden wir immer uns relativ entspannt zurücklehnen können und sagen können, alles klar, maybe it's not my cup of tea, aber verstehe ich voll, gucke ich mir mit dir an, easy going.
wie sehen so die Kommentare aus, was schreiben die Leute dazu, krass, wie findest du das Feedback, ist das nett, ist das nicht nett, um dann mal auch nochmal so eine moralische Einordnung irgendwie zu bekommen und so. Ich glaube, dafür kriegst du, darüber kriegst du viel das Gefühl, ob dein Kind eine gewisse Medienkompetenz mit sich bringt und wie da das Verhalten ist. Und das halte ich für absolut sinnvoll, einfach sich damit auseinandersetzen. Aufrichtiges Interesse zeigen ist sowieso immer das absolute A und O. Das ist das Wichtigste, was es gibt in jeder Beziehung zu jedem Menschen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist der Weg. This is the way. Ja, ich muss mir darüber noch keine Gedanken machen. Du musst dir dann irgendwann Gedanken machen. Jo. Bisschen Zeit ist noch. War schon die Frage da, ob sie ein Smartphone kriegen? Nee, noch gar nicht? Nee. Krass. Nee, ob sie eine Digitalkamera kriegen. Ah. Sie fotografieren beide unheimlich gerne. Ah, das ist geil. Das machen sie mit dem Handy. Die Frage kam schon. Aber sie kriegen jetzt zum Geburtstag tatsächlich so eine Kinder-Digitalkamera. Oh, das ist richtig cool. Ja, freue ich mich schon wieder drauf. Können sie wieder teilen lernen. Schmeißt du das Ding einmal in die Mitte und sagst, so, 5 Euro auf Mila. Oh nein, eine Kamera für beide. Klar. Oh. Ey, kriegen beide schon zwei, guck mal, die kriegen sonst alles doppelt. Die kriegen 2 Fahrräder, 2 hast du nicht gesehen und so weiter und so fort, ne? Alles Mögliche muss immer doppelt da sein, klar. Aber bei sowas, technisches Gadget, ey Leute, bitte lernt das zu teilen, Alter, ganz ehrlich. Nee. So fight. Aber ist auch schon ganz lustig. 2 gehen rein, einer kommt raus. 2 gehen rein, einer kommt raus. Ja. Er ist auch wichtig. True. True, true. Ja. Ey, ich bin rückwärts umgefallen, als ich mitgekriegt habe, was Kinderfahrräder kosten. Ich habe gedacht, ich werde bescheuert. Wie teuer sind die denn? Wir haben hier so eine, musste es jetzt, meine Frau war davon überzeugt, damit es ein bisschen geiler ist, sollen das besonders leichte Fahrräder sein, weißt du, nicht so eine schweren Dinger. Mhm. Und jetzt haben wir hier so eine Fahrräder geholt von einer Firma, die nennt sich Woom. Er kostet so ein Fahrrad halt über 400 Tacken. Was? So ein kleines Pupsding? Für so ein Kinderfahrrad, Alter. Muss ich gucken. Das ist insane. Lol. Ja. WOOM geschrieben. Ja, ich sehe schon. Krass. Ist echt. Das sieht aus wie ein normales Fahrrad. Ja, es ist halt aber sau leicht. Ist halt wirklich insane leicht. Also ja. Ich kann das auf 2 Fingern hochheben halt, ne? Okay, krass. Schon echt cool. Krass. Ja, wird ja eh alles teurer. Ja, nur nicht für die Arbeitgeber, ne? Schön. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben letztens erst Gehaltserhöhungen bezahlt. Ah, macht ihr das, ja? Ja. Ja, es macht ja kein Schwein sonst. Ja, wir ja. Also wirklich, da kann man nur, da schätze ich immer wieder das, was ich mache. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich war letztens mit Toro einkaufen. Wir hatten so einen kleinen Einkauf gehabt. Waren, glaube ich, 150 Euro. Und ich sag so, Alter. Wie macht man das? Ich bin auch jedes Mal, also egal, ich habe immer das Gefühl, egal was ich einkaufen gehe, egal ob es viel ist oder wenig, egal ob ich das Gefühl habe, es ist wenig. Also ne, wenn du für 4 Leute dann auch einkaufst, aber du gehst gar nicht mehr unter 100 Euro rausgefühlt. Ja! Wo ich immer denke, hä? Wollt ihr mich rollen? Das war doch aber so nicht vor einem halben Jahr. Aber wir wissen ja, alles auf der Welt wird in der Ukraine produziert. Oder steckt im Panama-Kanal ja, fest. Ja, klar. Ja, ja. Ja, aber überleg mal. Für, ne, fürs Tier, 2 Kinder, 2 Erwachsene. Crazy teuer. Wenn ich überlege, wenn ich noch im Erzieher wäre, ich habe damals 1,2 rausbekommen oder 1,3. Alter, ich könnte mir Lazy gar nicht leisten. Die kostet mich manchmal spontan 800, 900 Euro. Jetzt mit ihrer ganzen Kacke, die sie hat. Junge. Ja. Oder wenn unser Kater mal wieder der Meinung ist, sich mit der halben Nachbarschaft zu kloppen und dann mit so einer blöden... Ah, dann weißt du immer nicht, was hat ihn gebissen. Dann kommt er wieder an, hat irgendwo so ein scheiß kleines blutiges Loch im Fell und du denkst dir so, Bruder, hör doch auf. Ah, ich habe den letzten Mal, habe ich den mal dabei beobachtet, wie der sich fetzt, Alter. Ist aber auch ein Wichser, unser Kater.
Er ist der liebste Kater der Welt, wenn der hier drinnen ist. Der ist zu den, der ist so geil. Legt sich zu den Kindern, wenn die krank sind und wirklich legt sich da richtig nah ran und kuschelt und schmust da rum und ist super geil zu uns halt und ist super. Er tänzelt immer nur um dich rum, ist immer im selben Zimmer wie du und so. Ich finde den, das ist der beste Kater der Welt. Aber zwei Sachen. Meine Fresse. Der geht immer los mit seinem. Da denkst du immer, du bist im Film, Alter. Wirklich, guckst du hier durch unsere Katzenklappe, kannst du abends rausgucken. Mhm. Sitzen die zwei Katzen, die hier in der Straße auch noch unsere direkten Nachbarn haben, sitzen da, wartet, dass der rauskommt und dann gehen die sich kloppen zu dritt. Also nicht die drei, sondern mit anderen Katzen, wo ich mir denke, so, seid ihr bescheuert? In was für einem Film lebt ihr denn? Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Was für eine Jugendgang oder was, Alter? Kommt mal von eurem hohen Ross runter. Und jedes Mal sieht unser Kater danach zerlatscht aus wie Sau. Die Catgang. Meine Fresse. Das ist wirklich erste Regel des Fight Clubs. Man redet nicht über den Fight Club, ja, aber dann sollte man vielleicht nicht jeden Tag mitkriegen, dass er in einem ist. Völlig insane. Aber krass, ist das lasst ihr alle eure Katzen einfach raus? Der hat eine Katzenklappe mit Chip. Wild. Der kann da rein und raus, wann und wie er will. Hier fahren am Tag legit auf der Straße 10 Autos lang. Oh, Luxus. Das ist schon echt geil. Dafür wohne ich ja jetzt nicht mehr in Berlin. Für den Kater. Nee, für die Kinder in erster Linie. Also, du wolltest so außerhalb weiter, ne? Nee, nicht weiter. Ein Stück außerhalb einfach. Ja. Dann hast du auch voll weit ins Office. Na, nicht mehr. Als wir in Mitte das Office hatten, war scheiße. Jetzt fahre ich nur noch so 30 Minuten. Ach so, boah, Alter, dann hast du ja vor anderthalb Stunden oder so gebraucht. Vorher habe ich über anderthalb Stunden gebraucht für eine Tour. Da war ich am Tag 3 Stunden mit dem Auto unterwegs. Ah, deswegen warst du sehr selten da. Ja. Mm. Ja, es waren knapp 80 Kilometer in das alte Büro. Alter. Eine Tour. Jetzt ist es weniger als die Hälfte. Ja, das auch. Nee, nicht ganz. Bisschen mehr. Ich fahre ja immer den Umweg über Olli. Ich hole ja jeden Tag meinen Olli ab. Ach so. Ja. Der wohnt auch in einem Bezirk im Süden Berlins. Ja, wir waren ja schon da. Wenn man dann so einen kleinen Schlenker fährt. Ja. Kleiner Umweg. Dann kann ich ihn auf dem Weg nach Berlin immer mitnehmen. Das war richtig geil. Diese ruhigen Orte liebe ich auch. Ja. Wir sind noch weit in Berlin. Ja. Olli war letztens bei euch, ne? Ja, ich war nicht da, keine Ahnung. Ah, geil. Olli war letztens bei Toro. Ja. Mm. Ich war bei Sonja, ich war im Saarland. Ah ja, siehst du. Ich habe gestrichen und Schränke aufgebaut. Ja, du bist gut ersetzt worden bestimmt. Ja. Ach ja. So, ich will jetzt gar nicht den Spaßverderber mimen. Nö, alles gut. Ich hätte dich jetzt langsam rausgeschmissen, weil ich weiß, du musst Sachen machen. Genau, du musst mich gar nicht rausschmeißen. Ich gehe einfach selber. Nee, ich will das machen. Okay, dann mach du das. Okay, ach, Flo, übrigens, ich weiß, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Ah. Also weißt du, die Zeit ist auch schon rum. Verdammt. Ich habe leider keine Zeit mehr für dich. Vielleicht irgendwann andermal. Ah. Ja. War schön, dass du da warst. Dankeschön, dass du dir die Zeit Dank genommen hast. Für die Einladung, wa? Ja, sehr gerne. Und dann noch einen super entspannten Tag. Auch an alle Leute, die zugehört, respektive zugeschaut haben. Euch auch noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's alle gut. Und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, es ist Sonntag, 11 Uhr, Real Talk mit Jen. Ja. Mach's gut, Joey. Hau rein, tschüss. Ciao.